TV. Hallo, das ist eine neue Folge von ACTV TV. Wir sind alle schon gut lustig und wir haben heute zu Gast Eskimo Callboy. Hallo. Wunderschönen Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, wir haben uns gedacht, wir lassen auch mal Leute rein, die besser musizieren können als wir. Die überhaupt musikalisch sind. Haben wir schon mal Leute, die wirklich echte Musik machen zu Gast? Musst du ja mal kurz umdrehen. Ja, Gurkensohn, wa? Ja, bis auf. Ah, hier ist eure Wand. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal vergessen und wir haben heute die Polaroid-Kamera wieder nicht da. Deswegen müssen wir das nachholen. Also, ich würde schon tatsächlich sagen, dass der musikalischste bisher Battleboy Basti war. Ja, aber der kann ja trotzdem kein so richtig so bandmäßig Musik machen. Weiß ich nicht, hab ich noch nicht gefragt. Also ich bin gut, der trifft ein paar Töne auf jeden Fall. Er kann gut saufen. Ich bin gut im Saufen. Darum haben wir sie hier. Ja. Ganz genau. Ja, wie geht's euch? Wie habt ihr hingefunden? Erstaunlich gut. Also wir dachten ja Essen, ne? Wir müssen nach Essen, da haben wir direkt uns bewaffnet, aber es ist ja richtig schön, wie ihr es hier habt. Ne? Ja, ist ja klar. Ist ja auf dem Land. Das sagen Leute aus Castrop-Rauxel, ja, die ja. Essen bewaffnen muss. Aus Castrop-Rauxel kommt ihr? Genau. Castrop-Rauxel. Ich komme aus Essen. Genau, bist aber zugezogen, das haben wir doch gesagt. Nee, ich bin du bist jetzt auch Castrop-Rauxel. Ja, klar. Ja, ne? Ja, sehr. Castrop-Rauxel. Und Heimatstadt, ne? So viele Bands kommen aus Berlin, aus Großstädten. Und Castrop-Rauxel muss sich da nicht verstecken, Europastadt im Grünen. Unser Bürgermeister darf ich mir gerade danken. Und deswegen sagen wir es nochmal ganz gerne. Reiko Cravagna. Ehrenbruder, Bürger. Ja. Genau. Das heißt, ihr seid die erfolgreichste Band Castrop-Rauxels. Aller Zeiten. Kann man fast so sagen. Wir haben sogar, das ist kein Scheiß, wir haben vor den Schlüssel der Stadt. Das wäre schön, wir haben Kunst- und Kulturpreis 2018 abgesahnt. Ja. Kunst- und Kulturpreis. Ne? Stabil. Ja. Das wollte ich mal so nebenbei erwähnen. Da war, wer war noch im Rennen? Ich glaube, irgendein Schieler, so ein Tanzmarie-Verein noch so. Ne? Und haben wir das Rennen gemacht? Die hat da ja. weggemacht. Ja. Haben wir da drin gemacht. Die hat da weggemacht. Ja. Und dann so an den weinenden Mädchen vorbei. Ja. 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 Genau, auf dem Weg nach vorne. Wir sind tatsächlich Köpfe des Jahres geworden. Wir sind die Köpfe des Jahres in Essen geworden. Wir haben den goldenen, den Ehrentacken. Wie heißt der? Wo ist der? Der hängt im Flur, der Preis. Na, der steht wir haben hier keinen Platz mehr für unsere Preise. Scheiße, das Regal, das biegt sich auch ganz schön durch. Wenn da dieser schwarz-weiße Preis, der da steht. Die Urkunde hängt im Flur. Ja, neben der 1Live-Krone. Das. Neben der 1Live-Krone. Neben der 1Live-Krone für Messe. Genau. Das ist ja das habe ich gerade gesehen. Das Spot ist auch ausgefallen irgendwie. Ja, wir sind bescheiden. Mit dem letzten Song seid ihr gut durch die Decke gegangen. Habt ihr damit gerechnet? Ja, pass auf, wir machen da 10 Jahre, da denkst du dir immer was dabei, wenn du was irgendwie in einen Song rausbringst, aber du kannst es nie ganz steuern, so, ne? Was gerade geil ist im Internet. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, um zum Affen zu machen. Und das hat immer gut funktioniert. Und gerade hier mit Nico, unserem Neuen, da mussten wir ihn erstmal ordentlich... Der musste direkt erstmal zum Affen gemacht werden. Das ist besonders wichtig. Du bist der neue Frontmann. Ja, ist richtig. Okay. Ja. Haben wir ihm gesagt, immer, komm zu uns, da wirst du richtig... handfeste Mucke machen, du wirst ernst genommen auf jeden Fall, kannst machen, was du willst. Mich erkennt auf jeden Fall keiner. Und hier ist der Fukuhila. Genau, und hier ist der Fukuhila und der Schnurrbart. Klar, wenn es so... Aber tatsächlich, die Frage nochmal aufzugreifen, damit gerechnet so in dem Ausmaß auf keinen Fall. Nee. Aber ich musste schon tatsächlich sagen, so, ich dachte so, okay, klar, Mann. Die sehen alle aus wie Finch, da ist ein bisschen Techno drin, klar, Alter, so safe funktioniert das auf jeden, nice. Ja. Nee, aber auch geil, Hyper finde ich sehr, sehr gut, hat Spaß gemacht, das Ding, aber ich hätte dich auch nicht erkannt ohne die Friese. Weißt du, was das Schlimmste an der Sache ist? Alter, so wie du jetzt hier sitzt, ja. Wirkst du völlig unauthentisch, Alter, mit dem Fukuhila, was hab ich... Das warst du. Oh, die Fuck, Alter. Nee, aber als er das Ding da drauf gemacht hat, wir sahen alle, ich will nicht sagen verkleidet aus, aber man hat uns das schon abgenommen, aber als er aus der Maske kam und er stand vor mir, ich dachte, Alter. Ich glaube, das war das erste Mal, ich gerufen habe, und nur, ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ihr euch einfach dem Frontmann angepasst habt. So. Ja, weißt, genau, das kann ja sein, dass er einfach so in die Band kam und ihr war so, okay. Ey, dann halt Glamrock, Alter. Halt so Sachen auch aus dem Off irgendwie, du nimmst da auf, wir saßen da, wir hatten da zufälligerweise einen Ferrari stehen, so, dann haben wir uns da reingesetzt und dann so ein bisschen mit Ventilator und ich gucke immer nur rüber. Und dann hat er so eine kleine Locke. Das war ja alles echt Perücken, da haben wir Wert drauf gelegt. Und hey, Alter, wie sich diese kleine Locke, wenn er sich gedreht hat, also gewackelt hat, so richtig. Alter, einfach ein geiles Gefühl, wenn du dich so ruckartig bewegt hast, weil du immer gemerkt hast, wie dieses. Echt? Die immer so in den Nacken klatscht. Kurz geschmeichelt. Und du wusstest ganz genau, wie unfassbar bescheuert du aussiehst, wenn du einmal so ruckartig nach links oder nach rechts guckst. Aber ich bin hart dafür, dass wir das in Zukunft auch machen bei meinem Haarausfall. Ja, das hast du in Fukuhila dir angewöhnt. Ja, ich mache jetzt einfach immer so lange Haare. So ja, du bist so ein Typ, ne? Das wäre ein geiles Image so für dich, dass du einfach immer Perücken trägst. Aber jeder weiß, Perücken natürlich so. Aber du hast einfach so eine mega krasse Auswahl an Perücken. So, welche nehme ich heute?
Und dann nimmst du heute einen, du kommst und irgendwann wird das wie mit dir, als ich angefangen habe, mir die Fingernägel zu lackieren. Ich schwör's, ich bin zum Bäcker, so, also ich habe meine Hände am Rücken so, ja, ich find's nice, aber ich weiß nicht, ob ihr es nice findet. So. Und mittlerweile juckt mich dann gar nicht mehr. Denk daran, und das wird bei dir auch so sein, das juckt dich irgendwann gar nicht mehr. Aber dann so richtig stabile, so, dass ich halt so richtige Top-Frisuren immer habe. Ja, wie gesagt, so Gizmo One-Style. Also wirklich so richtig schön. Wieder allerletzte Schuhe. Alles fast weg. Und hier so ein paar Fransen einfach. Ja, finde ich. Aber die wirklich schon im Wind wehen, wenn Wind still ist. Ja, Gildo Horn, deshalb habe ich es runtergeschluckt, weil Gildo Horn ist ein sehr guter Kumpel von uns. Der ist ja auf unserer Platte vor vier Jahren mit drauf gewesen und so. Das ist kein Spaß. Aber ja. So halt eigentlich die Frisur ist schon. Ich sehe das, ey. Wenn man die jetzt nicht beruflich braucht, ey. Ja, Gildo Horn Frisur wäre stabil, wenn du die mal wachsen lässt. Wenn du jetzt einfach die ganze Zeit wachsen lassen würdest, hättest du ja tatsächlich die Gildo Horn Frisur. Ja, ich habe vorne habe ich noch zu viele Haare. Ja, dann können wir immer wegrasieren. So ein paar Fussel immer. Können wir mal wegrasieren. Okay, okay. Ihr habt da ja schon Erfahrung, ne? Mit wegrasieren habt ihr Erfahrung, habe ich gehört. Und dein Nassrasiererhalter. Immer schon alles wegrasiert, das bei uns das Ding. Poppe, du musst dich kurz mal um Schnaps kümmern, glaube ich. Ich meine, die sind schon lustig, aber... Wir wollen danach noch eine Show drehen. Geht noch was. Nein, Spaß. Was trinkt ihr denn, gerne? Bier will ich noch nehmen. Bier haben wir auch ganz viel, klar. Ja, wie gesagt, ich hab da so einen schönen pinken Baukasten mit. Einen pinken Baukasten? Ach ja, guck mal, klar. Da hat er mich schon gebrieft. Das ist ein pinker Baukasten. Und wir haben sogar sehr schöne Becher. Zu wem passt perfekt zu. Man sieht von wem passt besser als zu euch. Hat ihr schon auf dem Deichbrand gespielt? Noch nie. Nein, aber nicht. Hör mal, warst du da in einer anderen Band oder was? Nein, also da haben wir noch nie gespielt. Echt? Aber ey, hier, Empfehlung, wir kennen die Leute sehr gut. Deichbrand Festival Eskimo Callboy 2022. Wir spielen jetzt sogar auch in Gärten. Also von daher, Deichbrand, da sind wir am Start. Also das ist eins der wenigen Festivals, von denen immer alle erzählen, dass die geil sind, da haben wir noch nie gespielt. Ja, macht richtig Bock. Deichbrand ist sehr geil. Wie war denn euer Festival Sommer 2020? Mega. Richtig abgerissen, Alter. Wir haben auch ganz viel Live-Material, das hauen wir jetzt nach und nach raus. Einstand für mich sowas. Ich habe gedacht, boah, sauber, neue Band. Krank. Ich steppe hier richtig Bock. Und dann so ein Festival Sommer, ne? Genau, direkt Wacken. Da fängst du erstmal an mit Wacken. Wie viele waren da? 10, 20, 30.000? Keine Ahnung, kann ich nie in Worte fassen. Heftig. Weiß ich nicht. Also ich habe so viele Leute auf einem Haufen noch nicht gesehen, deswegen kann ich da doch nicht. Auf jeden Fall. Nee, aber das war halt alles ein bisschen so. Mach das doch genau richtig. Machst du dir Mühe mit Hyper? Denkst du, jetzt hast du einen geilen Anfangshype so und dann denkst du so, jetzt gehen wir richtig Knallgas. Ja, dann ist auf jeden Fall noch ein Schuss. Das Einzige, was ich Knallgas gegeben habe, war eine Playsee. Ja, so, ne? Dann hast du das Ding ja schon Corinna der Huren so. Ja, echt, ey. Ja, bei mir muss er nicht. Oder eine Kippe? Rauch ja, der gehört dazu. Ich rauche nicht, nur wenn ich saufe. Also, dann nehmen wir kommen. Wild Rush oder was? Ja, komm. Kommt aber noch. Danke dir. Noch irgendwann eine Kippe? Du hast schon. Oh, ja. Wir müssen uns erstmal um den wichtigen Teil der. Was macht ihr denn? Also, wer von wem, wer macht denn was? Du singst. Ja, richtig. Und du? Bass. Und du? Ich schrei vorrangig und versuche ab und zu mal eine zweite Stimme zu singen, aber das geht meistens schief, deswegen lasse ich es beim Schreien meistens. Okay. Ich trommle. Aber warte mal hier, du könntest ich schon mal Meister rein. Du trommelst. Ab und zu sogar auf den gleichen Festivals wie wir. Deichbrand hast du anscheinend alleine gespielt. Ich bin mir sicher, dass wir da waren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da schon gespielt haben. David sitzt auf dem Deichbrand, zockt voll geil. Wisst ihr, wen ihr das fragen müsst? Ernsthaft, wir haben doch den Elite-Fan von uns beiden am Start, Alter. Der weiß das doch. Finny Boy. Haben die schon mal am Deichbrand gespielt, die Jungs? Nee. Ah, hier, die wissen es gerade nicht. Die beiden meinen, die hätten da gespielt und die beiden sagen nein. Ich weiß, dass wir beide uns auf einem Festival getroffen haben. Total zufällig im Backstage. Ja, Volksfest in Kastrop-Rauxel. Stil mit Stil in Kastrop-Rauxel, da kann ich mich noch erinnern. Schön im Autoscooter voll besoffen. In Corpse Paint, Alter. Dortmund Nordstadt Stadtteilfest. Ich hab deinen Becher euch noch nicht gefunden. Könnte das Force gewesen? Nee, Force-Sache. Ihr seid doch bestimmt Dauerbrenner auf dem Mainstream, oder nicht? Alter, ey, oder? Auch so eine Geschichte. Mainstream haben wir nie gespielt, obwohl das um die Ecke ist. Ah, krass. Aber letztes Jahr haben wir da mal kurz gespielt, aber das ist auch immer so ein bisschen, keine Ahnung, hinter den Kulissen weißt du nie, was bei den Bookern abgeht, so, weißt du, und das ist halt ein Festival von der Einbooking-Agentur, und dann weißt du nicht, ob du dann da landen kannst, und irgendwie haben wir dann letztes Jahr tatsächlich da gespielt und hat Bock gemacht. Also war ein cooles Festival. Ich weiß nicht, ob das jetzt so weitergehen wird, ob wir da nochmal spielen dürfen. Haben wir uns da gut getan? Keine Ahnung. Na, da haben wir den bekloppten Herr auf jeden Fall. Da haben wir Popeye kennengelernt auf jeden Fall. Da, das war 2014 auf dem Mainstream. Heftig, ey. Zwei Jahre schon her. Ich krieg gar nicht. Willst du haben? Ja, aber unser ersten Konzert, das wir gespielt haben. Ja. Hier. Ne, die Mio Mio. Aber das ist ein krasser Brauste. Was ist denn da? Was trinkst du? Stimmt, Alter, stimmt. Das war das allererste Konzert von
euch damals im, im Trafo. Im Trafo in Kassel. Wunderschönes Jugendzentrum. Das war das zweite Konzert von euch, oder was? Das war das zweite, ja. Kein Plan, Alter. Also kurz für die Leute zu Hause als Erklärung, wir trinken hier gerade Gin, Saphir Blue mit Grashufka. Grashufka. Ja. Oh, das ist einem Wild Russian Berry. Und Mate. Das kenne ich nur mit Lillet. Kennst du das? Lillet White Berry? Ja. Da kann man sich auch richtig gut reintun. Das ist auch so für Sylt irgendwie auch geeignet. Wenn du ein bisschen Lillet reinhaust, dann ist das direkt ein bisschen irritierend. Ja, muss ja nicht so weit fahren. Muss ja nicht so weit fahren. Prost, Kameraden. Ich hoffe, es schmeckt, ne? Hasse? Was haben wir noch? Wir haben noch nicht. Entschuldigung. Gönnt euch, ey. Ja, lecker. Schmeckt nicht so, ne? Schmeckt tatsächlich nicht schlecht. Keine Ahnung, ja, ich bin ja nicht so der. Das ist nicht so ein Süßen, oder? Der war eher, wenn man. Der ja so was trinkt. Ich trinke Bier einfach. Berliner Luft für die beiden Bands, die nicht aus Berlin kommen. Das ist Zähneputzen. Das ist Berliner Luft, Zähneputzen auf Tour. Ey, aber das. Holla die Waldfee, Holla the Woodferry und reiche Ernte. Holla die Waldfee. Reiche Ernte. Das ist auch so Zeug, was immer irgendwie stehen bleibt meistens. Und wenn dann alles leer ist, dann saufst du das und das bereust auch meistens. Ist sogar Marille. Ja, wir haben uns gedacht, mal so richtig auf Deutsch. Boah, lecker. Harte Kern, also ich scheiße. Übelste Abschiss habe ich auf einen Schnaps namens Preisdrücker. Preisdrücker, das ist irgendwie, das, ich glaube, das hat mein Vater vor 40 Jahren irgendwann mal gekauft. Das habe ich dann irgendwann auf den Männerarm mitgenommen, so, ne? Wir haben auch noch ganz räudigen Scheiß, den Sippeljans, einfach so einen Zwiebelschnaps aus Weseke. Und der Lisch, unser Kameramann, hat gesagt, ich muss euch unbedingt mal Weseker Zwiebelschnaps mitbringen. Also das klingt ja schon pervers. Aber da musst du die Reihenfolge beachten, weil Sippeljans, wenn Zwiebel, dann musst du danach auch eine Berliner Luft nachlegen, weil sonst ist nichts mehr mit Kuchen. Aber jetzt stell dir mal bitte, Berliner Luft. George und Lieslo sind verheiratet, die können hier nicht mehr anders. Ja, jeder Schnaps, stell dir mal vor. Und jetzt stell dir bitte, resultierend daraus, einen Zwiebelschnaps vor. Versuch das mal irgendwie. Fuck, Alter. Apropos Berliner Luft und Pfeffi. Ich weiß nicht, wer von beiden, aber habe ich jetzt letzte Woche gesehen im Supermarkt. Die haben jetzt das Getränk einfach in einer Listerinflasche. Eine Listerin-Version. Original in der Listerinflasche. Plastik? Weiß nicht, ob Plastik oder Glas. Nein, aber original in der Form mit dem schwarzen Deckel, also original Medizin. Im Style von Listerin. So einfach mega nice. Macht auf jeden Fall einfacher. Dann kannst du es verstecken. So. Machst du einfach. Spuckst du nicht mehr aus. Ja, mein Chemielehrer hat das gemacht. Mein Chemielehrer hatte hinten hinter der Tafel so einen Raum, wo halt diese ganzen Chemikalien waren und so. Und da kam man dann immer raus mit einer Kaffeetasse. Und ich dachte die ganze Zeit so, als ob er da eine Kaffeemaschine hat. Also, und irgendwann bin ich dann mal nach hinten gegangen, bevor er kam, und hab dann halt seine Flasche Wodka gesehen. So. Holy fuck, Alter. Also so eine Klasse wart ihr also, ne? Ging nicht anders. Ey. Ich hab dann kurz überlegt, ob ich ihn verpetze, dachte, aber was gibt's Cooleres als einen besoffenen Lehrer? So, weißt du? Scheiß drauf, Alter. Einfach, lass doch Pickel trinken, aber schon. Ne? Lass ihn halt einfach saufen, ist doch in Ordnung. Hey, das ist aber so die ganz mit der Kreide gerade. Naturwissenschaftler, ich schwör's dir, die sind alle ein bisschen durch. Ey, so, das ist, wir hatten damals einen Physiklehrer. Ach, schön, kurz denn jetzt auch noch. Sind wir mitten in der Stunde, kommt auf einmal die Sekretärin rein und sagt, nee, mach mal ruhig. Ja, sie haben die Tankstelle nebenan hat angerufen, sie haben ihr Auto da stehen gelassen, hat der getankt und ist zu Fuß wieder zurück zur Schule gegangen. Hat sein Auto einfach an der Tanke stehen gelassen. Alter, wie kriegst du denn sowas denn so? Also, das vergessen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mein Auto vergessen. Ich habe gehört, einer von euch muss morgen arbeiten. Ja, ist richtig, korrekt. Du? Ja. Ich dachte, ihr seid stinkreich, Alter. Ja, ey, voll. Macht er nur noch für den Bock. Er ist ja neu dabei. Ich bin ganz total passionierter Altenpfleger. Werdet alle Altenpfleger. Braucht man wirklich, tatsächlich. Kommt dann hier. Pflegenotstand. Ich hab tatsächlich noch so einen kleinen Nebenjob. Einer der wichtigsten Berufe, die wir haben. Ja, definitiv. Safe. Wird noch wichtiger. Aber wird halt nicht so behandelt. Nee, aber also wenn ihr das lernt, dann macht das so, dass ihr einfach irgendwelche eigenen Altenheime aufmacht und das alles besser macht. Einfach selbst nicht, wie sagt man, euch selbst nicht verlieren. Ja? Also wenn ihr mit einem guten Ansporn macht so, dann bleibt dabei. Ja, hey, Mann. Weil viele stumpfen übertrieben ab. Darauf ein Berliner Lüftchen. Komm, da bin ich auf die Altenpflege. Sag mal, wo ist das? Prost. Ja, sehr verantwortungsvoll, ich bin morgen früh arbeiten. Prost. Ja, Prost. Ja, Prost. Mit einem Bein im Knast. Genau. Ja, Prost. Prost. Willst du auch? Nee, ist gut. Ich habe gedacht, du bist so halt zurückhaltender Fahrer und schließen will keinen Schnaps. Was habt ihr denn gelernt? Du fährst zurück dann, ne? Also seid ihr, keine Ahnung, doch. Nee, ich bin Verfahrensmechaniker für Kunststofftechnik. Dein Ernst? Ja. Ich habe Verfahrensmechanik gelernt im Stahlwerk. Stahl. Ich für Kunststofftechnik so. Und Mike ist. Und Kautschuk. Kunststofftechnik. Kautschuk wird ja immer unterschätzt. Hab ich aber nie gemacht. Ja, nein.
du wirst dann halt auch, wenn du zum Beispiel Kabel in eine Kabelfabrik oder sowas arbeitest, dann bist du auch für Kautschuktechnik, so heißt der Beruf, aber ich habe nur Kunststoff, war nix, Plexiglas. Ah, okay. So, wir haben Leuchtwerken gebaut und so eine Scheiße. Plexiglas hat er übrigens auch Erfahrung mitgemacht hier vor ein paar Tagen. Alter. Ist er einfach mal, wie die haben oben in der Küche gekebbelt und wir haben unsere Fliesen. Gekebbelt? Ja, ich schwöre, die haben sogar gesagt, lass mal kebbeln. Ich saß auf, das fing an, dass ich reinkam und die wollten die ganze Zeit so ein Schwanzgrabscher-Battle machen, ja, quasi bis 5. Ja. Also wir haben gegenüber gestanden, so, eine Armlänge Abstand und dann immer und dann immer so und go. Und dann musst du gucken, wer dem anderen als erst am Schwanz packt. Body war der Schiedsrichter, wer dem anderen als erst am Schwanz packt, kriegt einen Punkt. Stand 4-0 für mich gegen Barski, unseren Produzenten. Und dann hat der Body am Ende noch so ein wohlwollendes 1-1 gegeben, so, obwohl ich eigentlich gewonnen hätte, weil er wusste, da habe ich 5 Punkte und habe gewonnen. So. Und dann war der geknickt, der Barski. Und dann saßen wir und dann habe ich mir auch zwischendurch immer wieder gestichelt so. Und beim Marvin, einem Kollegen von uns, habe ich auch gestichelt so. Und dann saß ich irgendwann auf der Couch, wir haben Mucke gehört einfach. War halt Release-Tag von unserer neuen Single Ikea. Und der 30. Geburtstag von unserem Kumpel, den wir hier gefeiert haben. Und dann kamen die beide auf einmal von der Seite, so einer unterm Bein, unterm Arm, von der anderen Seite auch, haben mich gepackt und wollten irgendwann mit mir machen. Und ich direkt so, lasst mich los, verpisst euch, lasst mich los. Und pack einen, den Marvin, der so neben mir saß, packt den so und will mich so losreißen. Und dann fallen wir alle zusammen, sind wir umgefallen und haben uns die Wand bis hierhin so mit Plexiglas verkleidet. Aber das war nicht entgratet, gar nichts. Das war einfach komplett scharfe Kante so. Ja, ich bin gar nicht fest gegen die Wand geknallt, aber genauso... Geschält. Dann hat er mich geschält, Alter. Hat mir so einen Fleischlappen abgeschält. So groß wie sein Ohr, hing einfach hinten runter. So. Dann hängt einfach dieser Lappen runter und Barski, wenn der kann das immer so geil erzählen, weil er direkt dabei war. So. Ich bin der Einzige, der das nicht gesehen hat. So. Und ich wollte einfach weitermachen. So. Und alle direkt, nein, stopp. Ich guck so, boah, was, so eine Pfütze Blut auf dem Boden. Ich hatte ein weißes T-Shirt und alles voll, meine Hände voll. Die drücken mir direkt so ein T-Shirt oben drauf. So, ja, und dann, okay. Dann, Ende der Geschichte war auf jeden Fall, dass er nach 2 Stunden Krankenhaus zurückkam und ein Bier mit uns gesoffen hat, bevor die den da halten wollten. Du musst, wenn du vom Pferd gefallen bist, musst du wieder drauf. Ja, so, ja, weißt du? Ich habe gesagt, die feiern 30, die muss zurück. Ja, eben. Was haben die da in der Notaufnahme gesagt? Das ist viel wichtiger. Also. Da müssen wir was machen. Du kommst ja nur an mit einem T-Shirt so, hier drauf und sag, ja, ich habe ein Loch im Kopf, habe ich gesagt. Ich habe das ja selber nicht gesehen. Und alle so, boah, so ein übler Fleischlappen. Ich dachte, die wollen mich halt nur ficken einfach. Die wollen mich einfach so abfacken, dass ich denke, dass das voll übel ist. Wie oft hatte ich schon ein Loch im Kopf? Ich habe 23 Narben am Schädel. So. Und dann halte ich das T-Shirt drauf, mal wieder eine Notaufnahme, mal wieder nähen lassen, so wie immer so. Und dann halte ich das T-Shirt drauf und sagt so, ja, dann zeig ich mal kurz. Ich zeig das so, ich so, hier, könnt ihr euch angucken. Und die so, oh. Ja, dann kommen wir direkt mit. Wie viele so. Stiche? Weiß ich nicht. 17. Die haben mir gestern die Fäden gezogen. Rundum wieder einnehmen. So rundum einmal so, zack, zack, zack. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf dem Bild kann man es sehen. Ich glaube, das waren so 8 oder so. Und dann kam der Chirurger direkt so. Und ohne Scheiß, exakt gleiche Reaktion wie die Schwester. Der sagt so, nimm mal das Tuch ab. Ich nehme das so ab. Oh. Ja, okay, dann gib mal die dicke Nadel. Keine Ahnung, was das heißt. Ja. Oder ob man mit der dicken Nadel kannst du auch noch. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Und dann haben die da genäht. So. Und dann jedem nehme ich das Zeichen, so, bis ich endlich mal selber in den Spiegel gucken konnte. Oh. Immer so, boah, ja, das ist scheiße. Boah. Ich so, ey, wie heftig ist denn das? Und irgendwann gucke ich halt selber im Spiegel mit meinem Handy. Ich habe irgendwann, mein Handy hatte ich nicht mit dem Krankenhaus, weil ich einfach sofort los bin. Ja. So schnell ein Bier getrunken und los. Und dann irgendwann mein Handy genommen, so Foto gemacht, guck. Und dann original meine Reaktion. Genau. So, dann habe ich sie erstmal gesehen, boah, heftig, Alter, hast du ja richtig einen weggeschnitten. Wisst ihr ja nicht noch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben? Das fällt mir gerade ein. Ich weiß noch ganz genau. Haben wir uns schon mal getroffen? Ja. Wir haben uns schon mal gesehen, wir, ihr, ja. Mich noch nicht, definitiv nicht. Euer alter Frontmann war doch, hatte doch eine ähnliche Frisur wie du, oder? Ja, wie hieß der nochmal? Yoshi? Mosch? Wie? Sushi, genau, Sushi. Ja, wir waren im Backstage in München. Da hattet ihr nebenan in einer anderen Halle, genau, wir waren mit Faith und ihr wart in einer anderen Halle. Und dann war Sushi die ganze Zeit bei uns und so. Das ist schon mega lange. Voll, das ist 2009. Da war ich gar nicht dabei. Genau, da war. Ihr wart im Werk, glaube ich. Ja, ja, genau, wir waren im Werk und ihr wart im ganz kleinen Ding und ihr wart drüben. Der Werk ist halt große. Ja, ja, genau. Achso, ja, kann sein, ich habe keine Ahnung. Einer war da, ihr wart woanders. Ja, da war ich auch definitiv woanders. Ich weiß noch, dass wir auf Couch saßen und ich war da nicht so im Game drin und dann kommen auf einmal Leute rein und das ist Favorite. Ey, das war unsere erste München-Show. Mit Sarah West Matilda. Ja, genau. Komm. Krank, Alter. Wie lange ist das her? 2009? 92? 92. So, irgendwie in dem Dreh. 293? Wann habt ihr angefangen? Ja, so kurz davor. 2010. 2010. Ja, wird 2006. Das muss 2012 sowas gewesen sein, vermutlich. 2012 sogar? Okay. Kann auch sein, ja.
crazy, ey. Und dann so weit weg. Ey, das war ja für uns ausgemacht. Ja, aber damals, ihr tretet ja auch in Asien und so einen Scheiß auf, oder? Habe ich gehört? Genau, ja, wir haben, also das ist halt unterschiedlich. Die Mucke muss halt irgendwie ankommen. Und du hast halt, wenn du nach UK oder nach USA kommst, die haben halt selber den geilsten Scheiß. So, ne? Und warum sollen die sich ein paar Kartoffeln rüberholen? Kein Bock drauf, so, ne? Und, aber Japan und China Russland gehen. Russland ist noch fett, ja. So. Das geht immer krass. Und China waren wir einmal, das ist halt, boah, das muss man sich nicht dauernd geben. So. Das ist China? Ja, ich war noch nie in Asien. China. China. Sagen die Bayern und ja, sagen boah. China. Diese Japan ist mega Chemie. Kann ich nur jedem empfehlen. Also da wollte ich, seit ich da das erste Mal war, oder seit wir das erste Mal da waren, wollte ich da privat mal hin, aber das ist einfach schweineteuer. Also, ja. Da, das aber Japan ist schon sehr anders. Weil jetzt China, oder was? Japan. Genau. Das ist geil, weil du... Du wirst manchmal gefragt, so, wie unterscheiden sich die Leute so in der Crowd? So, ne? Ja, also, zu 100%. Ey, und ja, das ist. Krass, die halten einfach die Fresse. Die halten so, einfach so stehen die Fresse. Die ungelogen. So, zwischen den Songs, du sagst was und die. Und in den Songs rasten die aber aus. Und dann denkst du immer so, ey, hab ich jetzt deine Mutter. Also, die sind einfach so höflich erzogen. Mega, auf jeden Fall lassen. So, ja. Also, die lassen dich einfach reden. Wenn du da in eine Bahn steigst, ich verstehe auch kein englisches Problem. Also, ja, wir sind damals, ich war mit meiner alten Band auch in Japan so und wir sind in die Bahn gestiegen und da saßen gefühlt irgendwie, weiß ich, die Bahn war voll. Und wir stehen da mittendrin und halten uns und, am Späßchen und merken irgendwann, alle kommen Alter, hier redet kein Mensch. Ja. Gar keiner redet hier. Null. Überhaupt keine Gespräche. Die saßen krass, da alle, also die meisten irgendwie Mundschutz im Gesicht. Aber auch schon Corona Ende, oder was? Ende, nee, ja, das haben wir in Japan gefühlt immer, ne? Aber wirklich Hände auf dem Schoß und dann saßen die da. So, ja. Manche an ihrem Handy irgendwie Kopfhörer im Ohr, aber da hat sich keiner unterhalten, da war mucksmäuschenstill. Und wir. Das schon, ich will da nicht leben, die haben diese komischen verpixelten Pornos, glaube ich. Warum ja, tragen die alle Mundschutz, weil die Luft so dreckig nee, ist? Nee, wir haben da mit Leuten gesprochen, die da arbeiten. Und die haben uns das erzählt, die haben 7 Urlaubstage im Jahr. Und jeder Tag, den die krank feiern, ist ein Urlaubstag, der weggeht. Ja, okay. Ja, und die haben halt eine scheiß immer Angst, sich mit irgendwas anzustecken oder ja, andere ja, Leute ja. anzustecken. Ein anderes Thema ist auch, die haben da mega. Das ist krasse, ja auch das Ding heute bei Corona. Man macht das ja auch einfach nur dafür, dass man andere nicht ansteckt. Das checken die ganzen Asis nur nicht. Das raffen die nicht leider. Aber ich merke auch. Ja, aber können wir vielleicht auch nochmal eine kleine. Ne? Tragt eure scheiß Maske. Ihr Hurensöhne. Genau. Und auch über der Nase. Und wenn ihr nicht seid, eine Ganzkörpermaske. Ja. So, das Ding ist einfach, die machen das, glaube ich, auch wegen der hier, Klimascheiße. Also die haben, da ist überall Klimaanlage und du holst sie mega einen weg. Und wenn du die Dinger auffasst, dann hast du nicht so trockene Luft. Das war so meine Erfahrung, weil du da in jedem Gebäude, in jeder Anlage, die du da hast du irgendwie... Viele glauben, es ist wirklich wegen dem Schmutz, aber es ist prinzipiell super sauber in Japan. Ja, also Japan ist doch gar nicht so schlimm. Ja. China war halt krass. China ist das Mokdo. Wenn du eine Maske trägst, hast du nicht so trockene Luft. Ja, weil du irgendwie... Du atmest nicht das so vom Gefühl her, das habe ich auch im... Ich hätte jetzt eher gesagt, dass die Maske eher Feuchtigkeit filtern würde, wobei ich das auch für Humbug halte, als dass die... Deine Atemluft. Ach so. Weißt du hast so irgendwie noch so ein eigenes Medium innerhalb der Maske. So. Okay. Viele Sänger machen das mit der Maske. Die also ich finde es positiv. Die Stimme, okay, ja krass, okay. Ja, das ist so, ich finde es super angenehm. Kann völliger Schwachsinn sein, wenn er die Kleine Chemie für Anfänger, Alter. Ja, gut, okay. Das ist auch nicht. Ich habe jetzt so alles durch. Ich habe die Krankenhausmasken, Stoff, Kunststoff. Und welche machen am besten? Die Latex. Ja, ist Maske voll. Ist immer kacke, Alter. Vor allem wie ich hab übelst Mundgeruch, Alter. Du atmest die ganze Zeit deine Mundgeruch rein. Ekelhaft, Alter. Testest du dann auch immer aus? Ich stink so aus der Fresse und ich muss dann selber riechen, weißt du? Dann fuckt mich halt übelst. Was ich aber mittlerweile auch finde, ich finde, wir sollten mittlerweile zu dem Schritt gehen, dass so die Leute im Supermarkt, die nicht tragen müssen, die da arbeiten, sondern die ganzen Missgeburten, die da 10 Minuten einkaufen gehen, die was haben. Also ja, die Mitarbeiter müssen ja wirklich beim Regal einräumen tragen, aber soweit ich weiß, die an der Kasse müssen dann halt nicht tragen, ne? Ja, doch, bei meiner Mutter habe ich gestern noch gefragt, müssen die auch mit Plexiglas. Ich war letztens noch im DM so, da kam. Ja, DM, da sagt irgendeine vor mir an der Kasse auch, ja, warum tragen Sie denn keine Maske zu der Kassierin? Aber da war auch eine Scheibe vor. So. Ja, und die sagt, wir müssen keine tragen. So. Und ich habe da jetzt mal geglaubt, wenn der Filiale... Weil da eine Scheibe ist und dann so gegenrotzen aggressiv. Ja. Scheibe so! Wieso besessen? Oh, schön, ey. Ach, ja. Geil. Ich hatte noch eine Frage, ich hab jetzt vergessen. Ich wollte auch was sagen, ist auch weg. Ist weg. Ja. Ich wollte was fragen. Ich glaube, dann ist Zeit für die nächste Runde. Ey. Wenn so was braucht er denn? Was wollte er denn? Kurz überlegen. Ich wollte noch was fragen. Da wollte ich noch. Wir haben ja auch die beiden Getränke. Ah ja, genau. Ich weiß wieder. Vom Sido, wenn du noch mal einen Gin brauchst. Oh, okay. Der ist leer. Was hast du da drin? Der Daniel, der wollte schon immer mal hier Kombi fahren. Oder?
Warum? Das war der Gin. Von Sido. Also Sidos Wodka und Sidos Gin, aber der Gin hat leider den Geist aufgegeben. Hat er den selber gebrannt? Hat er selber in seinem Keller. Ja, nur die Flaschen rollen immer weg. Wir hatten mehrere Flaschen, aber die meisten sind weggerollt. Vertickt ihr den auch oder ist das so? Ungefüllt, ja, ungefüllt Etikett ab. Ja. So, mir ist eine Frage eingefallen. Ja. Warum bist du da und der Sushi nicht mehr? Das ist eine super Frage. Aber wurde dir bestimmt noch nie gefragt. Nee, das ist auch. Da muss ich mir jetzt erstmal eine Antwort für ausdenken. Denk doch mal auf. Ja, so wie das wahrscheinlich wie bei uns, warum ist Keule nicht mehr dabei? Sushi war halt nicht mehr unser Freund. Ja, der, das hat nicht mehr gepasst. Und aber guck mal, das ist wie mit jeder Beziehung so, keine Ahnung. Du arbeitest und das ist ja was anderes, wenn du Freund außerhalb der Mucke bist, so, dann ist das eine Sache. Und wenn du zusammen arbeitest, kannst du dich mit deinem besten Freund, kann das nicht klappen. So. Und wir haben einfach gemerkt, das war jetzt ein schleichender Prozess irgendwie. Du hast halt gemerkt, wenn du ins Studio gegangen bist, und wir sind ja alle in der glücklichen Lage, dass wir unser Hobby zum Beruf machen konnten. Und wenn das dann irgendwie so eine Belastung wird, weil du nicht mehr auf den Nenner kommst, so, dann wird das immer schlimmer. Privat auch, oder was? Ja, das belastet dann hinterher auch das Private. Ja, voll. Also, du hast eigentlich nur berufliche oder, ja, jetzt in dem Falle musikalische Differenzen. Und denkst dir so, boah, ey, und dann belastet das aber den Rest auch. Und irgendwann war das so, dass das letzte Album so, coole Songs drauf, ich will jetzt nicht unsere eigene Mucke so sabotieren, aber das war halt einfach, da hat so ein bisschen die Seele gefehlt. So. Und das war so die Initialzündung, wo wir gesagt haben, boah, das geht nicht mehr. Und dann hat er das auch gesagt, er hat dann zwischenzeitlich auch schon sein eigenes Ding da geplant. Und also er macht weiter Mucke. Er macht weiter Mucke, ja. So, aber das war für uns so, boah, ey, dann ist das doch cool. Und dann haben wir uns überlegt, wie man das irgendwie so zweigleisig machen konnte, aber dann war das irgendwie allen auch klar, da müssen wir mal einen geraden Schnitt machen und dann war das für beide Seiten am besten. Aber ihr könnt euch jetzt immer noch zum Saufen treffen und seid cool miteinander. Ja, da braucht vielleicht ein bisschen Zeit, sag ich mal. Ne? Also, okay, alles man klar. Hat sich ab und zu mal so ein bisschen, sag mal, dass man. Das ja, ist wie bei uns. Hat sich so belastet, so, ja, aber ja. Gib dem mal so ein bisschen. Genau. So, ne? Mach mal uns. Deinen Scheiß, sei glücklich und dann, ja. Wenn man selber glücklich ist, dann kann man sich vielleicht auch mal irgendwann. Was? Nein, um Gottes Willen. Hast du mal die Kurve gekriegt? Nein, hast easy gesagt, peasy. Wir haben doch vorher gesagt, so, ja, können wir über alles reden? Gibt es Fragen, so, die ihr nicht wollt? So, nee, ey, wir können über alles reden. So, ich finde schon eine Frage. Die nein, easy peasy. Nein, ey, du kannst fragen, was du willst. Nee, das ist also echt easy. Ist alles gut. Ja, ist ja auch, ist, gut. Man ist halt so, kenne ich ja. Nein, aber das ist halt ich will mit ihm auch nicht, aber dann wäre ich alleine, ist auch scheiße. Ja, ey, ohne Scheiß, ich habe euch gerade auch hier mit zwei Tubussen ankommen sehen. So, das ist halt so. Ja, sind zwei so. Das waren eine Menge getrennten Tourbussen. Ich schwör's euch, das ist keine Seltenheit. So, nee, wir haben ja auch schon die ein oder anderen großen Festivals, ihr ja auch. Und wenn du da manchmal denkst, so irgendwelche krass großen Bands, von denen du seit deiner Jugend Fan bist, und denkst du, boah, die sind best ja, Alter, friends und so. Guck dir doch mal eine Band wie Metallica an. Die sind gefühlt seit 15 Jahren, haben die alle keinen Bock mehr auf mich. Ja, die wissen, aber die machen. Die wissen, bringt halt übelst Cash. Aber ich egal, weil wenn wir irgendeine Scheiße rausbringen, kaufen dann einfach so viele Menschen. Ja, normal. Beste, wir haben mal eine Band, wir haben mal mit einer Band gespielt, riesengroße Band, kennt jeder. Die bestehen aus. Komm vor Petzi, sag den Namen. Nein, ich drei Leute. Und die Ärzte. Nein, pass auf. Und Backstage-Dorf bis zur Bühne waren vielleicht 200 Meter. Die sind in Abstand von 10 Minuten aus dem Backstage-Dorf rausgekommen und haben sich alle einzeln mit Sprintern dahin fahren lassen. Also es war so richtig. Ja, das ist gemein. Also die haben nur auf der Bühne zusammen abgehauen. Die haben nur so. Fuck you, komm mir nicht zu nahe, so, dann sind die auf die Bühne. Hey, woo. War das ein österreichisches Festival? Ja, genau. Ja, war halt so eine bekannte Punkrock-Band aus den Staaten. Aber kennt die. Okay. Da weiß man, also da haben die auch öffentlich gemacht, dass sie sich nicht gab. Keine Ahnung, Blink, Happy ist Blink, Support, Blink, Blink, Blink. Ich gerade Blink, Blink, Blink. Tatsächlich. Ja. So, aber die machen ja jetzt wieder auf Best Friends. Ja, man weiß nicht, was abgeht. Man weiß nicht. Also ich wäre auch immer den Tobus von dem Drama mitgefahren. Ja, ich glaube, die spielen dann irgendwann in China. Weißt du? So irgendwann, dann gehst du nochmal nach China, weil die machen nochmal richtig was locker. Ja, ja. Und so denkst du, Russland ist auch. Ohne Scheiß. Ich kann eure Fressen echt nicht sehen, aber lass doch noch mal einmal. Blink haben es doch einfach gedickt. So, die haben jetzt gemerkt, beim Hip-Hop ist jetzt sogar langsam angekommen, dass diese Grunge-Inhalte da. Jetzt sind die voll am Start. Jetzt sind sie wieder komplett zurück. Wo ich mir auch vorstellen kann, dass das genau so ist bei den Jungs oder gewesen ist das bei den Jungs von Jackass, Alter. So. Ja, die können sich nicht gemobbt. Oh ja, jetzt müssen wir uns wieder treffen und uns gegenseitig die Fresse einficken, Alter. Ich glaube, der Einzige, der es wirklich, ich verfolge nämlich seinen YouTube-Kanal, ich glaube, der Einzige, der es einfach nicht mitbekommen hat, was alles passiert ist, ist der feiert das immer noch. So geil! Jedes Mal so krass. Johnny Knoxville so sein Jackett ausgezogen, sein Anzug, sein T-Shirt, ins Skateboard genommen. Ja, genau. Steve war ganz kurz davor, dass er sich die Arschbacken zusammen piercen lassen. Ja, ja, unter anderem. Aber wie gesagt, Steve war so krass. Mit dem Haken, mit den Haien. Das habe ich kurz noch gesehen. Ganz krass. Der hat der menschliche Köder. Also, ohne Scheiß, ganz krank. Ja, wie gesagt, ich kann Steve's YouTube-Kanal nur wärmstens empfehlen. Da sagt er alles, was so passiert ist damals. Ich habe nur mal irgendwann gesehen, dass ich in irgendeiner Talkshow in die Faust von Mike
Mike Tyson reingerannt. Das habe ich mega abgewartet. Hey, der war auf Xanax, was jetzt halt so diese Modedroge ist, ist der einfach in die WWE gegangen. Und der dachte, das ist halt alles nur Fun und so. Und dann mussten die halt diesen Showkampf machen und so. Der hat eigentlich verloren. Aber er war so drauf, dass der immer wieder lachen musste. Und für die Wrestler, und das war so einer aus Samoa, der konnte gar kein Englisch. Ja, so. Weißt du? Für die Wrestler ist halt, wenn der Gegner sich noch bewegt und dich auch noch auslacht, so, dann machst du weiter. Das Showmaske. Ja, ja. Der war ganz nur lachen. Und er hat die ganze Zeit gelacht und immer wieder hat er gekriegt. Und irgendwann hast du dann richtig gesehen in der Slow-Mo, wie der einfach so, okay, nee, komm, jetzt kein Wrestling machen. Und hat ihm einfach richtig einen Ellbogen, richtig volles Rohr in die Fresse gegeben, mit dem Wunsch, dass der jetzt aufhört zu lachen, dieser kleine Pisser. Oh Mann, und Steve, gib ihm volles Rohr. Also macht echt Bock, das zu sehen. Der war gut drauf. Du hast ja noch einen stehen. Ich habe ja noch einen stehen, weil ich fragen wollte, was ihr trinken wollt. Ihr habt gesagt, nächste Runde und ich bin der einzig Motivierte. Ich trinke einen Pilz. Was denn, nochmal ein Lüftchen? Oder? Ich trinke einen Pilz. Nee, ich brauche kein Lüftchen mehr. Lüftchen habe ich noch. Warum nicht hier so ein halber Filter? Raucht einer eher als Minimal? Ja, aber ich habe mir gerade tatsächlich. Ich rauche nur, wenn ich trinke. Also wirklich von Ernst, das ist wirklich von Ernst. Ja, ja, ja. Du musst mir den Filter abmachen. Dann witzig, ja, ich kenne das von meiner Frau so. Die raucht immer diese, normalerweise diese, die hellgrünen Pepe. Ja. Das ist auch wie ein Atmen. So. Genau, wie das ist atmen, gesünder als Atmen. Nur du kriegst halt Krebs davon. Ja. So, wie atmen, so. Das ist der einzige Unterschied zwischen Rauchen und Nicht-Rauchen bei Pepe. Ich habe mit dem hier auf Tour angefangen, weil wir da so viel am Rauchen waren und am nächsten Tag hast du die ganze Kopfpinne. Ich weiß, ich kenne das, Alter. Du machst morgens auf Haufen Schleim in der Hand. Den Kippen hast du das nicht. Oder? Nee, und bei R1 kenne ich auch mal. Und jetzt raucht die immer R1 oder oft, weil die an den meisten Buden oder an den Werbung. Da haben sie diese hellen Pepe nicht. Die haben nur die dunkel grün, weil die will ja keine rauchen, die atmen so. Und bei R1 ist das geil, du kannst so klack den Filter abmachen, weil die selber wissen, dass die Kippen sind so scheiße, wenn man den Filter dran. Gibt's auch mal fit Gefühl? Hast du Bock? Zigarettenwerbung ist einfach das Schönste, was es gibt. Aber witzig, ich kenne das mit den R1. Das Ding ist, so kannst du es. Nee, so kannst du sogar gut drauf, so gehen die klar. Wir sind ja schon ein paar Mal so in der Richtung Ukraine und Russland gewesen und da sehe ich immer, ich bin selber kein Raucher, ich bin so Partyraucher und bin auch immer pain in the ass, Alter, wenn ich was gesoffen habe, immer, gib mal Kippen und ich habe mir schon so viele Kippen, du weißt es auch am besten so, ne, wie viele Kippen ich mir von dir geschnaut habe. Ja, das ist der Asi an der Kamera auch. Übel. Ich auch, mein Freund. Ja, du auch, aber ich war vorher Raucher und jetzt rauche ich eigentlich nur noch, wenn ich trinke. Funktioniert bis jetzt überraschend gut. Trinkt halt dauernd. Seitdem trinke ich jeden Tag. Ich bin halt jetzt übelster Alkoholiker geworden. Ich bin seit Jahren Raucher, aber ich habe das so gemacht, ich trinke halt nur, wenn ich rauche. Ne, aber die Jungs, die nehmen sich gerne dann mal so stangenweise den Kram aus Ukraine. Holy fuck, Alter. Ja. Ich habe da mal irgendwann, wenn wir in Russland oder Ukraine waren, hast du da mal mitgeraucht, Alter. Da hast du hinterher, kannst du die Stangen so rausziehen, Alter. Das hast du so richtig, das ist so richtig die Form, die innere Form von deiner Lunge dran. So, das so, das finde ich aber wiederum gut. Ich bin sowieso der Meinung, man sollte, bevor man anfängt zu rauchen, so einen Faden schlucken. Den man einfach immer ein Stück raushängen lässt. Und dann kann so ein Sicherheitsfaden einatmen. Rauch-OP ist. Du musst vorher so ein Stoffdingen einatmen, rauchst du und wenn du fertig bist, ziehst du am nächsten Morgen einfach raus und holst dir alles, den ganzen Krebs, holst dir einfach mit OP wieder raus, Alter. Das müssen wir egal. Gott sei Dank haben wir die Kameras an, Alter. Das ist ein Patent. Das haben wir. Ja, gut, dass wir die Kamera an. Wenn jemand richtig Kohle hat und baut, macht das. Nicht klauen. Nee. Aber gut, dass die anmalen. Ich glaube, uns mal wieder. Einfach ein OB. Du kannst damit OBs machen. Du musst einfach ein OB einatmen. Man kann die ja so aufmachen. Dann kann die ja so. OK wäre das quasi, ohne Krebs. Ja. Mega. Okay. Boah, tschüss. Holy fuck, hol den Flipchart raus, Alter. Dafür steht ja OB wirklich, ne? OB heißt ohne Binde. Ja, deswegen ja ohne Kacke. Wusstet ihr es nicht? Nee. Ne, OB heißt ja, genau ohne ich, Binde. Genau wie ich bis vor kurzem nicht wusste, was Kick heißt. Kunde, ey, das ist König. Kunde ist König. Kunde ist König. Das wusste ich auch nicht. Ja. Ne, wusste ich auch nicht. Ne. Kick ist Kunde. Fand ich auch richtig geil. Ich stand da. Ja. Ey, das nimmt dem Ganzen so die Magie, Alter. Als wenn man bei Kick so das Gefühl entwickelt, ein König zu sein. Hm? Ja, genau. Das ist der Zug so mies abgefahren, Alter. Kunde ist König. Ja, gut. Das ist so Turkmenistan, Alter. Naja, okay. Tadschikistan. Ja, geil. Ja, ich mach mal eins auf. Hier kommt die Luft raus, jetzt weil ich den hier, oh, guck mal, Staudendeckel. Ja. Das ist eine Diktatur, die Corona verbietet mich, bitte. Ich sag, kann man ruhig mal Witze drüber machen. Es gibt's das nicht, sag ich. Finn, was ist mit dir? Bier? Steht da hinten noch. Vorbei ein Bier? Ja, ein Stauder? Ja. Ich muss. Warum machst du eigentlich den schönen Aufkleber von deinem Auto abgemacht? Der Mike hat also Vorgeschichte. Der Mike hat dem Popeye sein Auto verkauft und da war ein BVB-Aufkleber hinten drauf. Echt, als schwarz auf schwarz, so, weißt du? Und der Popeye hat den abgemacht. So. Nein, pass auf, das war anders. Wer hat BVB-Kleber? Du hast mir die Karre verkauft. Mike hat seinen Golf GTI hätte den Popeye verkauft. Wenn du den Aufkleber abmachst, ist ein Taui mehr.
hab ich gesagt, ja, okay, komm, dann lass ihn drauf. Und es war halt wirklich Spaß. Ach, und dann hast du mich gesnitcht ein paar Wochen später. Er fährt die Karre schon lange nicht mehr. Also, ich hab dir die Karre im Mai abgekauft. So, und im Dezember war ich in Castrop-Rauxel, in der Heimat, schön in der Klapsmühle. Ach, schön, wurde die Karre zerkratzt. Da dürfen wir uns nicht mehr blicken lassen, ey. Ich stell die scheiß Karre da hinten am Markt ab, bin mir ordentlich ein Zwitscher, Madame fährt nach Hause, wir kommen wieder und da 20 Karren, ne? Und bei allen Karren hinten die Scheibendinger, weil es nach vorne geklappt und so. Da denken wir so, ja, keine Ahnung. Scheibendinger besoffen, nach vorne geklappt? Ja, hier Scheibendinger nach vorne geklappt. Scheibendinger. Und ich Scheibendinger. Und ich denke mir so, ja komm, scheiß drauf, hat irgendwann einen Spaß erlaubt, ne? Neben mir eine Karre mit so einem Heckaufkleber, so einem fetten in der Scheibe vom BVB. Mhm. Die ganze Karre zerkratzt. Ne? Und ich denke mir so, nein, scheiße. Und ein weiter meine Karre. Und der Wichser hat angesetzt, an der Tür hinten, über den Tankdeckel, übers Licht und hinten einmal komplett rüber. Boah. Das ist auch fies. Ja. Und da war der Moment, wo okay, trotzdem komm. Irgendwie behindert, trotzdem irgendwie dumm. Aber jetzt hast du noch einen 257-Aufkleber auf dem Auto. Dafür da musst du jetzt erstmal zahlen, dass du den Lack wieder vernünftig kriegst. Plus du musst Mike noch einen Taui geben. Da hätte ich den, BVB drauf aufgegeben. Aber muss auch die Macke noch rausgemacht werden. Das haben wir auch noch. Dann gib mir nur 700. Dann sind wir wieder quitt. Ja, nee, ich lasse ihn wieder neu drauf machen oder so. Ja, lass ihn jetzt folieren. Ich mache gar nicht lange. Also komplett in Schwarz. Komplett BVB. Welche Farbe? Mattschwarz will ich. Habe ich auch gehabt. Habe ich mal beim letzten Golfauge gehabt. Mattschwarz finde ich geil. War bei mir aber total behindert, weil du kannst erstmal nicht in alle Waschanlagen gehen, weil sonst wird das irgendwann, Mattschwarz wird irgendwann glänzend, wenn das zerfahren wird. Jetzt wird es richtig interessant. Ja. Und du siehst viel mehr, nicht Dreck so, das ist egal, das ist ja immer matt dann so. Meine Karre ist gerade auch matt, obwohl die glänzend lackiert ist. Staub siehst halt nicht, das ist das Gute beim Matt. Aber die kleinsten Dinger, ich schwör's dir, ohne Scheiß, wenn du bei Mattfolie, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, das ist 5 Jahre her, du musst nur mit dem Fingernagel, der Mike, der findet das ist eben so off-topic. Ja, so, wenn du bei Mattlack nur mit dem Fingernagel einmal so über die Folie gehst, so dann hast du einen glänzenden Streifen darauf, den du nie wieder wegkriegst, Alter. So. Ja, aber egal, so ich finde Matt aber auch geil, ich lasse meine nächste Karre auch mal folieren. Ich finde das geil, so oder so, und es bringt gar nicht, die Karre zu lackieren. Alleine den Kratzer wegmachen, musst du hinten die Tür machen, musst die ganze Klappe machen. Lackieren wäre bescheuert. Nee, so teuer. Dann hol dir direkt einen Lamborghini. Genau. Da hast du das. Da können die auch schlecht. Dann geht mal jetzt bitte wieder Gold, Platin, dann machen wir das. Ja, okay. Ich finde es halt einfach so, du musst einfach so Magnetschilder nehmen. In der Stadt, ja, so Magnetschilder von den Fußballvereinen der Stadt, wo du gerade parkst. Dann hast du kein Problem. Stimmt, und dann immer safe so, aber dann hast du Pech und gerade kommt einer vom anderen Verein und fängt die Karte. Das ist aber auch geil. Es gibt doch im Baumarkt diesen Tafellack. Das ist schon geil, wenn deine Karre einfach Tafel von außen kommt. Kannst du draufmalen. Mit Kreide draufmalen und dann fährst du Regen und ist wieder weg. So, oder Waschanlage. Das ist schon geil. Aber es gibt auch diesen Magnetlack, weißt du, als Magnet ist. Nee, eine Karre ist doch meistens die Karosserie. Du musst das aber nur Unterboden machen, dann hast du die ganzen Münzen aufgesammelt. Richtig am Hasseln, Alter. Du machst eine Karre einfach Magnetlack und dann kannst du halt. Aber ey, hier, kannst du brauchst das da höher. Du Spritzennadel. Wenn du die aufmachst, Kronkorken dran werfen, dass irgendwann die ganze Karre von außen mit Kronkorken voll. Mega nice. Also, ich kann ja auch ein paar Schulfreunde von mir empfehlen zur WM 2026 in Deutschland. Da haben die, ich schwör's euch, der hatte so ein Micra und die wollten unbedingt das Auto, das war ja immer die Zeit von Autokorsos so, ne? Alle am Rad gedreht und der wollte sein Auto komplett folieren und folieren war zu teuer, waren damals Schüler noch. Und dann haben die das mit diesem, wie heißen die, diese Isolierbänder, die so. Mal einen Zentimeter breit sind, mir die ganze Karre mit Isolierband in den Deutschlandfarben abgeklebt, Alter. Die haben ganz Isolierband, meinst du so? Isolierband, dieses, was elektrisch ist. Diesen Zumbel-Scheiß da, so, ne? Da sind die im Baumarkt gefahren, haben sich da hunderte Rollen geholt und dann haben an einem Tag das komplette Auto in den Deutschlandfarben mit dem Isolierband beklebt, Alter. Aber wenn die Motor aber nicht mehr aufgerissen. Da braucht man ja nicht mehr, Alter. Das Auto ging danach direkt nach Afrika. Ey, der letzte bei uns, Popper hat das letzte Mal uns gemacht. Ich komme mit meiner Frau in Bottrop haben wir ein Autokino-Konzert gespielt. Wir kommen da an und Popper steht da so und wir fragen, ich mache nur so Fenster runter, ey, kommen wir hier zum Backstage und er so, ja, warte mal kurz. Und ich so, was ist denn? Und dann kommt er auf einmal mit einem
257 Kleeband, wir haben eigenes 257 Kleeband. Macht dann am Auto fest und rennt fünfmal unter Auto von Alessandra rum und macht Kleeband drum. Ey, wir standen am Parkplatz, wir haben die Türen nicht mehr aufgekriegt. Ich hab gedrückt, das ist, wenn du das reißt, ist kein Problem, aber wenn du das ziehst, so, kannst du nicht. Kriegst das nicht kaputt. Wir haben die Türen nicht mehr aufgekriegt. Der hat uns einfach für immer, hätte uns für immer im Auto einsperren können. Du konntest drücken, wie du willst. Fünf Lagen Kleeband übereinander, du kriegst die Türen nicht mehr auf. Ging nicht. Auf gar keinen Fall. Bei Joko und Klaas oder so war das doch, wo die... Das war was gescriptet bei uns nicht. Ne, eben, die machen ja nur Fake-Scheiße. Schön, schön, schön irgendwie an der Fassade von so, was, von so einem fetten Skyscraper irgendwie. War ja nie gesehen. Einfach mit Gaffer. Ja, hier, Folie, habe ich auch mal. In UK, weißt du noch? Technik wurde ich glaube in Manchester oder so, da haben sie von so einem Typen das ganze Auto in Folie eingepackt, so in diese Zellophanpapier. Achso, so Rap. Genau. Ja. Und sind tausendmal rum und das war auch ähnlicher Effekt so. Ja, wurde dann immer bei dem Zeug ist das ja genauso. So, du kannst das reißen, kannst du das easy, aber so ja, das ja, ist viel zu schwer. Gerade wenn du 3-4 Stück hast. So ist das. Du bist selber in so einer Folie eingewickelt, also denkst du da so. Ach, Alter, nicht voll am Rad, ey. Wie sehen eure nächsten Pläne aus? Habt ihr jetzt Album in den Startlöchern? Wir wollten endlich mal touren, ne? Ja, außer das jetzt halt. Das war noch Zeit. Ne, wir haben. Album. Wir haben, als wir uns da getrennt haben und dann war Neujahr und dann haben wir einfach Mucke gemacht irgendwie, weil uns blieb ja nichts anderes übrig. So. Wir sind ja, zurück im Studio. Kenn ich. Und war irgendwie auch. War ein geiles Gefühl, habe ich ja gerade gesagt, so. Du hast wieder ein bisschen aufgelebt so und du hast wieder Bock auf Mucke gehabt und dann waren wir zusammen im Studio, haben Mucke gemacht und dann hieß es ja immer, naja, wir brauchen ja noch einen Sänger, da war ja noch was. Und dann hatten wir ein paar Songs fertig und dann kam Nico und dann dachten wir uns, boah, jetzt auch mit dem Lockdown und dem ganzen Scheiß, da hast du keinen Bock drauf. Ja, und der ursprüngliche Plan war dann das Album und dann sind wir irgendwann echt so umgesprungen und haben gesagt, komm, wir machen die EP. Ja. Und die kommt jetzt raus. Also, ja, das waren dann irgendwie frische Songs, neue Songs, die wir dann irgendwie zusammen gemacht haben und ja. War auch die geile Möglichkeit, also es kamen viele Faktoren zusammen. So. Du hast auf der einen Seite, kannst du ihn mal vorstellen, so, ne? Du hast neues Material, die Leute hängen eh zu Hause ab, dann... Ne, du willst direkt zeigen, wie seht ihr aus, also wie sind wir jetzt hier in 2020 zusammengekommen so mit Nico, wie hört sich das alles an und weil er ist Singstimme so, das gibt dem Ganzen ja so ein Gesicht so und das war einfach die ganzen Umstände haben dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt EP und ich finde das auch geil, du hast jetzt schon gemerkt, dass wir so schnell auch die Singles rauskloppen konnten, das wird halt, die Leute sitzen zu Hause auf ihrem Arsch, die können eh nichts machen so und voll, ja, ne, ja, und das sehen wir genauso, so eine gute Laune, so ein gute Laune Ding irgendwie rauszuhauen in der Phase irgendwie, in der wir gerade sind, war halt einfach, war halt echt voll der Brustlöser, ne, also voll feiere ich auch, ja, wir haben auch gesagt, wir haben auch kurz überlegt so, aber wir machen auch einfach gute Laune weiter, was soll's, voll Shit irgendwie gehört so alles irgendwie rund um Lockdown und bla und alle mussten Songs darüber schreiben, so warum nicht irgendwas, dass die Leute mal wieder zu nein genau, unser neues Album hat auch so unfassbar gute Laune Flavor, ja, also genau, das neue Album ist richtig gute Laune und das ist dann immer so, dann hast du dann so, wir haben jetzt aufgrund von Hyper habe ich jetzt auch in den letzten Wochen viele Interviews geführt und dann ist immer die Frage, ja, warum macht der das jetzt gerade so, weil es sind ja wichtige Themen und so, aber weil das Spaß macht. Ey, eben, wir haben nie den Anspruch gehabt, irgendwie eine hochpolitische Band zu sein oder so. Klar, mit dem Einfluss der, oder mit deinem, wenn du bekannter wirst, dann hast du mehr Verantwortung und auch mehr Einfluss. Und ja, gibt's auch irgendwas von Star Wars. Ja, ist das so? Ja, mit der Macht kommt auch Verantwortung. Ja, oder so. Nee, das war Spider-Man, Alter. Das ist Spider-Man. Das ist Spider-Man. Aber deswegen, klar, deswegen hast du hier und da mal ein paar Sachen, die mal ein bisschen ernster sind, so, aber... wichtig war einfach, ey, wir machen jetzt einfach mal gute Laune. Denn die Leute sind mega depressiv. Das hat ja auch Vibes gepasst. So. Es war ja nicht, dass wir uns jetzt unbedingt hingesetzt haben und gesagt haben, wir schreiben jetzt einen Anti-Corona-Stimmungssong so, sondern es war halt vielmehr, wir saßen echt mit mega guter Laune und Tatendrang im Studio und haben gesagt, ey, ja, warum auch nicht, Alter. Los, Alter. Ja, klar, weil. Und mir kommt das auch so vor, als wenn so die Tendenz dahin geht. Ich sehe auch gerade, wir haben ja, das ist ja das Witzige so, wir sind in der Musikwelt beide unterwegs, aber wir haben halt einen unterschiedlichen Background so und bei uns ist das zum Beispiel mega so, dass viele Bands jetzt auch sagen, so Label unabhängig, man muss nicht immer nur Alben rausbringen, Alter. Das ist immer so. Ja, ist bei uns auch vorbei. Ne, du hast bei uns auch. Album dauert wieder ein Jahr oder was? Wir machen jetzt wieder ein Album. Wir haben halt noch zwei Alben vertraglich so, aber im Prinzip, also die knallen wir jetzt durch und danach ist halt endgültig Feierabend. Ja, haut Singles raus. Ja, ja. Wir machen einfach immer Mucke, wenn wir hier abhängen. Und wenn irgendwie ein Brett dazwischen kommt, wo wir sagen, ey, der muss sofort raus, ja, so, ja, dann hauen wir den einfach raus. Scheißegal, ob nicht. Jetzt wir machen jetzt gerade noch dieses typische Album, Single, wie ist das Konzept? Genau. Okay, Album ist fertig, erste Single, zweite Single, dritte Single, bla bla und so weiter. Aber im Endeffekt spielt das heutzutage gar keine Rolle mehr. Eigentlich musst du sogar schnell sein. Spotify ist alles sofort abrufbar. Und du hast oben die Titel, die beliebtesten Titel, so die Leute, die neuesten Sachen. Wer geht denn hin? Früher war das noch so, hör mal das Album, hör mal das Album. Richtig. Aber heute, ganz ehrlich, du kannst ein Album rausbringen und du kannst sogar auf einem Album
weiß nicht, zwei, drei Lieblingssongs haben, so, wo du dir denkst, Alter, sind die Killer-Songs, steckt mein ganzes Herzblut drin. Und im Endeffekt hören die Leute sich die Singles an. So. Ja, ja, voll. Du gehst einfach hin, gibst den Künstler ein und dann werden dir die beliebtesten Songs angezeigt. Genau, die hörst du. So. Es spielt heute die Schätze, weil die du vielleicht noch auf der Platte hast, ja, ja. Hört sich kein Schwein mehr an. Bei uns ist es sogar so, dass die Leute sich irgendwann eingeschossen haben, dass wir eine Radioband sind. Mhm. Da haben sie dann so gesagt. Und seit Holland und Holz fragen uns die Leute ständig, wann wir mal wieder Musik machen. Dabei sind schon drei Alben gekommen. Die Hohe, das kriegen die gar nicht mit. Weißt du, wie viele Leute? Weil die halt ihre Playlisten, die setzen sich ins Auto, machen die Playlisten an, die halt Spotify die vorgibt. Und das ich treffe Leute, die uns, die Fans und die von uns feiern, so, also die vermeintlich Fans sind, so was weiß ich, im Fitnessstudio oder beim Bäcker oder sonst wo. Boah, wann kommt endlich mal wieder was von euch raus? Und ich so, Digga, willst du mich verarschen? Wir haben im November ein Album gebracht, Alter. So. Das sind aber, glaube ich. Krass, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, aber das ist so, wenn du wächst und du wirst weit gefächerter gehört, sag ich mal, dann hast du auch nicht mehr so diese Die-Hard-Fans nur, sondern dann hast du so diese typischen Hörer, ja, die machen einfach an und fertig. So. Ja, die checken das auch. Die sagen auch, ihr habt doch letztens nur diesen einen Song, Sex Disco zum Beispiel, rausgebracht, so, weil der gerade momentan immer noch von Abracadabra übelst beliebt ist. Ja. So. Und sagen so, ihr habt doch nur diesen einen Song Sex Disco rausgebracht. Ich so, ja, das ist ein Song von dem Album, was wir rausgebracht haben. Genau. So. Aber die kennen nur den Song, weil der irgendwie angezeigt wird oben, weil ich habe kein Spotify. Keine Ahnung, so, da wird das angezeigt irgendwie und die checken gar nicht. Und deswegen, du wirst aber auch gerade wegen Spotify und YouTube halt so mit Musik zugeflutet. Du hast gar nicht mehr die Zeit, dir von jedem Künstler, wo du einen Song geil findest, mal das Album anzuhören. Die ganze Diskografie zu studieren. So. Das ist halt ist auch übelst so, die Kurzlebigkeit einfach auch so, ne? Weil die Leute konsumieren, die gucken, du liest nur noch Überschriften bei fucking Facebook, alles so. Wie viele Songs hast du auf dem Album, wo du dir denkst, also heutzutage, mittlerweile mit den Jahren, kannst du jetzt diese so Recap machen und sagen, ey, wir haben so viele geile Songs auf dem Album. Ja. Hätten wir den und den als Single rausgebracht, wäre der vielleicht mega erfolgreich gewesen. Genau, aber da wir den nur, weil wir den nicht als Single rausgebracht haben, ist der auf einmal nicht erfolgreich. Ja, richtig. Beim letzten Album haben wir auch Songs verschwendet. Ja. So, zum Beispiel hier, wir haben Songs, also den finde ich persönlich super geil. Der ist König Hurensohn, heißt der Song. Übelst geil, Alter. Übelst nicer Song. Der ist komplett untergegangen, weil das Video halt schnell gesperrt wurde, weil wir da so einen Köpfen vom Wetter. Bisschen mehr gesungen, also ist mehr so Disney-Film. Wir wollten einen Song auf Disney-Film-Sound machen. Okay, so, der klingt original wie ein Disney-Film-Musik. So, es gibt so viele Hurensöhne, aber keiner davon ist wie du. Aber verstehe, warum habt ihr da den Wendler drin? Also, okay, das kann ich jetzt nicht. Alles. Ja, das war auch das Problem. Wir hatten da jeden drin und hatten Schiss, dass wir angezeigt werden sollen. Ja, okay, haben uns dann erstmal wieder runtergegangen. So, weil das Video nur zwei Tage online war, dann von YouTube gelöscht so und ist halt irgendwie voll untergegangen. Und hättest du das irgendwie vernünftig als Single rausgebracht, mit nicht diesem kontroversen Video, wir haben es schon darauf angelegt, wir wussten, es wird bald gelöscht. Aber so, wenn du teilweise, wir haben Songs. Vor allen Dingen war auch einfach der Wendler und dann kam so Anders Breivik und so. Holy fuck! Aber so, du hast halt teilweise Songs, die halt mega nice sind und die gehen einfach unter, nur weil du nicht als Single rausgebracht hast. Weil die dann nicht bei Spotify als Single gelistet werden. Richtig, richtig. Und nicht irgendwie oben angezeigt werden. Die werden ganz anders gefeatured und keine Ahnung, du bist da, das ist unser IT-Fachmann, der Daniel hat mega drauf, alles was so mit den Algorithmen angeht bei Social Media. Und der Punkt ist einfach, ich blick da, du so, hab ich? Aber das Ding ist, Ding und wie das alles du weißt gar nicht, was da die Kriterien teilweise sind. Ich kenn das auch nicht aus, wir machen einfach Mucke. Mike und ich sind ja auch voll dumm da drin, so dieses Playlisting und so. Und da kommen die Jungs und ihr müsst auf Playlisten achten, dass ihr da Playlisten bekommt und so ein Scheiß. Das ist alles totaler Quatsch. Generell finde ich aber dadurch, dass das Konzept von EP, das ist ja schon ein Fortschritt, also wenn wir so denken, ist es ein Fortschritt, so, weil du einfach ein gebündelteres Werk hast, du hast irgendwie, suchst dir zwei, drei geile Songs, vier vielleicht, und dann machst du noch zwei, drei Interludes oder was, ne? Und du hast halt nur Singles im Endeffekt. Also du hast halt dann ein kleines Album mit nur Singles. Genau. Alle Songs. Ja, das machen wir jetzt halt so. Wir bringen jetzt das Album raus, aber haben gesagt, wir bebildern jeden Song. Ach krass. Einfach nach und nach. Und dann musst du halt, jeden Song offiziell bei YouTube, bei Spotify als Single anmelden so. Und dann werden die dann auch gefeatured und weiß ich nicht, aber dann machen wir das halt so. Ach so, lange Futter dann. Wenn du so 12 Songs hast. Ja eben, genau. Wir machen das ganze Jahr jetzt einfach, dass die Fans auch was von haben und so, selbst wenn es nicht knallt. Wir machen jetzt vor VÖ 4-5 Stück oder also 3-5 Stück, keine Ahnung. Mal gucken, wie es so unser Kameramann gerade so, was, ihr Wichser? Scheiße, nee, und deswegen, und nach VÖ weiter. Wir haben jetzt zwei Singles rausgebracht. Wir haben die dritte, die steht jetzt quasi in Stadionhirn. Da haben wir jetzt die letzte Woche gedreht. Und wir haben jetzt Hyper auf jeden Fall lustig. Genau, Hyper haben wir gestartet. Also auch wieder so ein Ding? Ey, Alter, das ist... Ich weiß nicht, wie... Dürft ihr den Namen schon... Ja, absolut. MC Thunder 2. Also wir haben quasi einen Song, der heißt MC Thunder. Den haben wir zusammen mit unserem Freund Max Knabe. Der heißt Hand of Blood. Der macht so Gaming-YouTuber. Ich wollte gerade noch fragen, ob das ein Freund von euch ist. Weil ich letztens mitbekommen, dass der mit euch hängt. Ah, witzig, Alter. Henno, Alter. Henno, du alten Arschkriecher, du kannst gerne auch mal vorbeikommen. Bester Typ, wir ziehen uns auch mal deine Videos rein. Ist sehr witzig. Ich feier den. Geiler Typ, Alter. Der hat jetzt gerade seine...
der hat jetzt gerade seine Online Gamescom auf die Beine gestellt. Da waren wir vorletzte Woche waren wir in Berlin, haben wir das da die ganze Woche gedreht. Und ey, wir wollten es eigentlich in Japan drehen. Also das Thema ist so ein bisschen Japan bei dem Song. MC Thunder war im ersten Teil, war er in L.A. Das konnten wir halt vor Ort drehen. Zweiter Teil jetzt in Japan, ging nicht, konnten wir nicht hin. Ja, ist kurz vor knapp. Und deswegen denkt der jetzt einfach, er ist in Japan. Aber wir haben dann halt so eine Story gedreht und wir haben uns bepisst voll. Der Typ hat wirklich ungelogen. Ich hab das noch nie in meinem... Also er spielt das komplette Video. Hey, persönlich noch nicht getroffen. Liebe Grüße, ne, Senior. Aber der zieht ein Gesicht und du guckst den an und du kannst nicht anders. Ich weiß, Mann, ich finde den auch so unfassbar. Ey, es gibt doch auch keinen Menschen, der einfach einen Kakerlaken-Simulator spielen kann und lustig dabei ist. Richtig. Ich hab den Mama- oder Mutter-Simulator, was war das? Und da steht er dann nachher und hat so eine Windel in der Hand. Das ist ja irgendwie aus der Ego-Perspektive das Spiel. Und dann nimmt er halt diese Windel und schmeißt die jedes Mal in so 1000 Basketballkörbe und dann hörst du immer nur so, für Ehre. Und die haben mittlerweile haben sich richtig was aufgebaut da in Spandau. Die haben so ein eigenes Bürogeschoss, mega stylisch. Ja, und da sind alle am Start, so die ganze Crew, die auch bei uns im Hyper-Hyper-Video hinten getanzt hat. Ja, wir sind aus privaten Gründen ganz gut am YouTube-Grinden, weil wir haben doch damals dieses Format gehabt, ActTV Reloaded heißt es. Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig kennt, wir haben so Fernsehshows nachgemacht. Ja. Und jetzt machen wir das mit YouTubern halt. Ach, nice. Ja, und Henno ist tatsächlich auch dabei, das weiß er nur noch nicht. Ach, geil. Ja, witzig. Ey, also, und das ist jetzt gerade bei uns das Thema. So, ne? Der kommt direkt kurz vom EP-Release, 9.9. kommt die Single raus. Und wir haben jetzt gestern, das endet alles in so einem finalen Kampf. Und das ist wir haben es halt so Power Rangers. Ne? Das ist nicht mehr MC Thunder, sondern Thunder Ranger. Und der wird vom Blitz getroffen. Und ist dann like a Ninja. So, und ey, das ist der Wahnsinn. Also einfach. Halt so ein bisschen Kung Fu, wie heißt das? Also, wie heißt der Film? Nicht Kung Fu Hustle, ich meine, du meinst Kung Fury. Genau, das ist natürlich eine Hausmarke, aber da haben wir uns auch teilweise dran orientiert und wir haben bei uns in Castrop Rauxel ist so ein relativ großes TV-Studio, da wurden auch Spots für Opel und so gedreht und da sind wir halt Stammgast, da sind wir immer, wenn wir was drehen wollen, on location und die Blue Box, die kennen wir auch. Genau, Blue Box, genau. Ja. Und für Tiamo. Ah, okay. Ah, für Tiamo, das war das, wo wir da gedreht haben. Ja, genau. Und da sind wir halt, da sind wir jedes Mal, haben wir bestimmt schon 5-6 Videos gedreht und da haben wir halt diese Kampfszenen mit richtig mit so kleinen Pyro-Effekten, so. Die größten, die du noch so legal irgendwie an Menschen dran machen kannst. Und dann so, wie du das kennst früher, so. Dann holt er aus so und dann haut er und dann haben wir dann so mit Fernzünder, platzt das hier weg. Und wir haben so einen Maskentypi, Kami, Grüße gehen raus, der macht uns immer so geile Kostüme und der hat sich übertroffen. Also ich kann es kaum erwarten. Das ist also wir waren nicht dabei, ich habe nur die Bilder gesehen. Ich saß wirklich, von meinem Handy und ich konnte nicht mehr. Ganz also krank. Stellt euch einfach einen ich darf man schon ein bisschen spoilern? Ja. Stellt euch einfach nur mal so ein bisschen, damit euer Gehirn arbeitet, auch die Leute da draußen. Na, was soll das denn sonst? Damit endlich arbeiten. Kann jetzt so von mir reden, aber ja, in der Corona-Zeit habe ich, glaube ich, mehr gezockt und Klamotten geguckt, als ich jemals in meinem Leben zuvor geguckt habe. Und man kann, also ein bisschen verblödet man einfach. Deswegen, das war jetzt nicht nur an euch gerichtet. Okay, aber stellt euch einen Power Ranger vor, der Crackrauch. Leicht weibliche, schöne Töne an sich trägt, ja, und einfach aussieht wie ein Samurai. Ja. Und aber wirklich so ein richtig lächerlicher Samurai. Wir hatten immer Fukuhila und den Fukuhila haben wir quasi in das Kostüm eingearbeitet. Das heißt, er hat eine Kappe mit einem Fukuhila auf. Also, es ist Wahnsinn. Hier ist ich bin gespannt, wenn ich mir auf jeden Fall reinziehe. Ja. Das ist, glaube ich, auch. Wir haben gehört, das ist jetzt ein wirklich guter Punkt, dass du mich daran erinnerst. Wir haben gehört, ihr habt hier auch sowas wie Gastgeschenke immer. Ne? Ja, genau. Stimmt, ja. Genau. Das hätte ich jetzt selber vergessen. Ja, wir haben. Oh, geil. Guck mal, achte mal, Mike. Warte, nur mal damit die. Darf nicht in die Kamera. Nein. Guck mal, achte. Boah, stabil, Alter. Heftig, nice das Kostüm, auch für die Bühne, mega. Ey, euer Kostüm-Johnny ist auch herzlich willkommen. Yeah. Übelstes Kostüm, Alter. Immer. Brauchen wir auch für die Bühne, Alter. Also, das ist eine gute Adresse, wann immer ihr was gebaut braucht. Guck mal, Hände auf Blatt. Wir haben den. Heftig stabil. Henno ist der Beste einfach, Alter. Ey, wie gesagt, Henno ist sehr herzlich willkommen auf jeden Fall. Wir haben den Kostümbildner, wir haben uns so ein Maskottchen machen lassen. Hm. Und das ist halt der Typ, der ungefähr alle Maskottchen in Deutschland macht. Von Zirkus Halligalli, von Borussia Dortmund, und von allem, was so rumfleucht. Ja. Ja, den haben wir so am Start. Alles, der macht fast alles. Und den haben wir am Start, wenn jemand ein Maskottchen macht. Der hat so ein krasses. Kennt ihr unseren Kalle? Wie sieht er aus? Kalle, habt ihr euch mal ein Bild zeigen, auf jeden Fall? Posten kann bestimmt mal ein Bild raussuchen von Kalle, so auf jeden Fall auch richtig. Oder hier, Delicious kann jetzt bestimmt eins einblenden, mal so jetzt hier für die Folge. Ja. Aber von dem haben wir uns halt unser Maskottchen machen lassen, Kalle. Auch mega stabil, haben wir unten liegen. Ist einfach so ein Beutel, der so groß ist wie so
wie alles, wo wir hier stehen, so ein großer Beutel, so, den musst du mit vier Mann tragen. Und da ist dieses Kostüm drin, einfach auch. Was ist Kalle? Ist Kalle eine Person? Der Kalle ist so ein abgefuckter Riesen-Ork-Zombie mit einem kurzen, einem langen Arm. Also habt ihr das auf der Bühne gehabt? Wir hatten einmal einen Song, der hieß Kalle macht den Song. So hieß der Song. Und der ging einfach nur so, wer macht den Song? Kalle macht den Song. Ja, und keiner wusste halt, wer Kalle ist. Keiner weiß, wer Kalle ist. Wir reden die ganze Zeit über Kalle, aber keiner weiß, wer Kalle ist. Und ihr habt den erschaffen. Wir haben ihn dann halt gebaut, um den Leuten das mal zu zeigen. Wie wäre denn, wenn er den einfach nochmal aufgreift? Ja, ich denke, der wird demnächst... So ein Kalle-Part 2. Wir wollten demnächst mal ihn zu Gast haben. Also das ist er hier. Guck mal, es gibt sogar im Internet Bilder von ihm. Alter, ja, das ist Kalle. Ey, das ist aber schon das ist unser Maskottchen. Ja, genau. Das geht ab. Und dann baut er alles selber, der Typ. Das baut er alles selbst. Heftig, wenn ihr mal ein Maskottchen braucht, so 10.000 Euro, aber dann habt ihr halt was richtig Geiles. Heftig. So sieht der in Action aus, das Popeye gerade drin. Ja. Popeye ist halt da drin, so. Der spielt. Du trägst die Outfits immer, ne? Nee, das macht total Spaß. Ja, die schlimmen Outfits. Schwitzt man auch gar nicht, ne? Alles, du bist bei uns auf der Bühne der Gorilla, Deadpool, ein Pirat. Kalle. Boah, Alter, Deadpool macht Spaß. Bist du ein Pirat? Deadpool macht wirklich Spaß. Deadpool ist das einzige Scheiß neben Popeye, das einzige, das Spaß macht. Aber du machst halt den Popeye? So ein bisschen wie Deadpool? Popeye ist ein Kostüm bei dir? Popeye ist, ja. Der heißt ja nur Popeye, weil ich irgendwann zu ihm gesagt habe, sieht aus wie Popeye und dann hat er das einfach irgendwann akzeptiert. Okay, ja, dann sehe ich, halt aus wie Popeye. Ja, dann kaufe ich mal. Du musst deliveren dann auch. Dann lasse ich mir halt einen ankaufen, einen Arm tätowieren. Nimm halt so eine Holzpfeife. War sogar noch anders. MC Thunder kriegt eine lockere Massage und denkt auf einmal, er wäre ein japanischer Kampfkünstler. Und ein japanischer Kampfkünstler, der braucht natürlich auch eine Waffe. Und wir dachten, wir haben ja gesagt, in Essen, da reicht es nicht, wenn man nur ein Stilett hat. Nee, da musst du schon mit einer Waffe. Da musst du schon mal groß. Das ist auch richtig stilvoll. Also ja, aber das ist hier muss man, genau. Das ist ja schon das Wort. Da kannst du nur einen nach dem anderen ausschalten. Und deswegen, hier musst du ab und zu mal ganze Gruppen wegmachen. Und deswegen haben wir euch nicht quasi die Lieblingsrequisite aus unserem... Ganz genau. Die Lieblingsrequisite von MC Thunder aus dem Videodreh für euch. Oh, das hängen wir uns irgendwo hier hin, Alter. Auf jeden Fall. Ist das über das Schild gehangen? Ah, boah, das ist sogar. Das ist erstmal nicht scharf, aber da kann man. Also, wenn ich mir deinen Hinterkopf ansehe, würde ich das lassen. Ja. Ist das der Mast, Alter? Das ist so Dönerspiel. Boah, das ist aus Metall, scheiße. Aber das Geile ist ja, man kennt das ja aus jedem Samurai-Film, Serie, whatever. Wird das passen? Sag mal, die Gegner sterben ja immer erst. Das können wir hier hinhängen. Das machen wir hier. Machen wir das hin, ja. Oder wir verlosen das vielleicht, oder? Nein, wir behalten das und lassen das schärfen. Okay. Schon voll Angst, dass er bald Solo-Künstler ist. Die Gegner sterben doch immer erst, wenn er nochmal guckt. Genau. Und genau in dem Moment so. Ja, dann gefällt der Kopf. Das ist das Schönste an diesem Schwert. Ja, geil. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Alter, das ist geil. Ja, hier hängen wir das hin. Oder? Danke. Wir hängen das auf so. Ey, kein Plan, ich kann gerne nochmal in Japan anrufen. Wir haben tatsächlich einen Kumpel, der hat diese ganzen Zeichen studiert und kann uns da sagen, was da drauf steht. Wir haben es auch uns sagen, wir hatten in dem Video auch einen japanischen Schauspieler und der hat uns das übersetzt, aber... Nochmal klar. Keine Ahnung. So wahrscheinlich ich bin mir ziemlich sicher, da steht Hurensohn drauf. Ja, Mann, geil. Ja, witzige Story. Wir haben mal Tattoo-Tombola gespielt. Das war auch eine von unseren Aktiv-Verfolgen. Könnt ihr gerne reinschauen, Leute. Tattoo-Tombola, die große 257 Tattoo-Tombola. Da hatten wir so eine große Tafel stehen und wir haben gelost. Wir haben dieses, kennt ihr dieses Elektrospiel, wo man immer... Im richtigen Moment drücken muss, und dann immer, wer als letzter raus war und der als erster raus. Nee, als egal, wer verloren hat, der musste sich so einen Zettel abmachen und gucken, was da für ein Symbol hinter ist und musste sich das tätowieren lassen. Stelle aussuchen, aber auch die Größe, wie wir das angegeben haben, musste die, das dann. Das war ein Kumpel von uns zum Beispiel ganz fett. Alle so ungefähr in der Größe. Kumpel von uns hat zum Beispiel deshalb ganz fett über seinen Oberschenkel Birkenstock stehen. Warte, ich hab hier was. Also ein bisschen wie unser. Okay, ist meine Hose jetzt zu eng. Ich hab Thomas Sabo habe ich. Alter, das ist so Michael Kors, so Thomas Sabo ist noch behinderter als Michael Kors. Jeppe Job ist so gleich daneben. Er hat auf dem Arsch, das kennt ihr, Tussi on Tour? Ja, ja. Alter, da gibt's doch so. Zeig mal, Popeye. Da gibt's doch so Parkscheiben auch von. Alter. Ist aber schon fast wieder Gatte, der wir wollten auch hier, habe ich das. Ey, was war nochmal das Ding, wo keiner Bock drauf hat? Alter, Thomas,
Einfach das Thomas Sabo Logo. Alter, vor allen Dingen, jetzt wo ich deinen Arsch sehe, Alter. Dein Arsch, ey, dein Arsch ist das Gegenteil von seinem Arsch, Alter. Nein, du hast auch voll so einen glatten Arsch, Alter. Und David hat so einen richtigen, so einen hairy ass, Alter. Aber das ist so ein bisschen. Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas in die Nazi-Ecke. Das ist so ein bisschen wie das Gummibärchen von uns. Wir alle sechs, wir haben... Was ist das? Glücksbärchen. Ja, sorry, Alter. Den haben wir besoffen gemacht, wo in den Staaten haben wir das gemacht. Ja, das war so... Ich nicht besoffen, David. Doch. Den hat doch einfach keiner außer dir beschrieben. Ja, so, David, mach mal, wir kommen gleich. Ja, ja, ist eh immer so. Machen wir. Ja. Geh vor, wir kommen nach. War das nicht in einem Studio? Bei dem Mann von Pink oder so? Ja, genau. Ey, das macht die Geschichte direkt größer. Wir waren blau beim Mann von Pink, Alter. Weißt du so? Ja, ey, wir können nur sagen, dass wir am Markt und Nancy auf den Teppich gekotzt haben in seinem Stripclub, aber es war auch nice. Dann zu seiner Einweihungsparty eingeladen. Ja, ja. Und Jules, wir haben ja so einen Freund, Jules, der arbeitet normalerweise in so einer Behindertenwerkstatt und wir haben irgendwann gesagt, nee, machst du jetzt nicht mehr und du bist jetzt bei uns. Und der hat halt Mark Terenzi am Eröffnungstag in seinen Stripclub auf den Teppich gekotzt. Und wieder schön auf den Teppich gereiert. War er selber Gast oder war er von uns? Nee, er war auch eingeladen von uns. Also mit uns. Ist immer geil, wenn du so Leute mitbringst und die kotzen dann auf den Teppich. Ja, das war auch geil. Mark Terenzi hat uns eingeladen, hat gesagt, ey, 12 und 7, ja, kommt vorbei, ich lade euch ein, alles umsonst, Getränke, Bitches. Und wir schon so, ja, keine Ahnung. Ey, Jungs, wir sind mit zwei Fliegern hingeflogen und haben nicht für alle, wir waren zu 15, 20 Leuten und haben nicht alle am selben Tag den Flieger gekriegt, nicht genug Tickets. Und dann sind die einen am Donnerstag geflogen und wir am Freitag. Mike und ich waren in dem Flieger am Freitag drin. Gott sei Dank. Und haben zu denen gesagt, ja, aber wir wurden eingeladen auf die Einweihungsparty von Mike Terenzi Strip Club. Dann fahrt ihr doch dahin, Jungs. Yeah. Also 257er sind eingeladen, Mike und ich gar nicht dabei. Unsere Jungs haben dann hingeschickt. Assis, Kollege. Wir haben noch alles vollgereiert, so weißt du. Und dann irgendwie einen Tag später, das war halt Mikes Junggesellenabschied. Er wusste gar nicht, hey, das dass war er so im Megapark auftreten musste. Die haben mich einfach dahin geholt, wie ich dachte, so, ja, Mallorca halt, diese scheiß Schlagerkacke. Und dann musste ich abends um 10 noch in den Megapark spielen, damit wir überhaupt Geld für den Trip haben. In den Junggesellenabschiedsklamotten auch, so, die wir ihm angezogen haben. Holy fuck. Und da hat er kein Kostüm gekriegt, sondern wenn du auf Malle bist, haben wir ihm einfach gesagt, boah, du musst so ein übelstes Touri-Outfit anziehen. Dann haben ihm so ein Spruchshirt geholt und so. So behindert. So eine Rennradfahrerbrille, Alter. So, weißt du, richtig wie so ein Alter. Ich hatte eine Cappy, ich habe eine Cappy bekommen, wo drauf stand Schalke 09. Haben wir extra machen lassen. Boah, das triggert aber hart. Habe ich aber auch einfach nicht aufgesetzt. Nee. Sorry, sorry, Alter. Und dann musst du halt echt noch auftreten. Ja, ja. So. Durch und durch, ich habe Dauerkarte, ich bin... Gib immer hier eine Faust. Und bei diesem Auftritt kam Mark Terenzi... Schalke 09. Ist ja nicht schlimm, die verlieren momentan gegen Uerdingen. Also. Ja, das war Fußball, okay. Am nächsten Tag hatten wir dann tatsächlich wegen diesem Auftritt aber noch eine Yacht und so und dann hat er alles wieder gut gemacht. Also wir waren dann einfach auf dem Meer und hab ich ihn nicht umgebracht. Social Media macht es ja möglich, man sieht ja dann auch mal hier und da was. Ich glaube, das hatte ich bei dir gesehen, ne? Das war echt auf jeden Fall ein guter Abschied. Er hatte sein erstes richtig homosexuelles Erlebnis tatsächlich mit einem Freund. Da erst? Was haben wir gemacht? Mit Fico. Ach, mit Fico? Ja, klar. Boah, es gibt geile Fotos. Kann ich euch gleich mal zeigen, die Fotos, Alter. Wie die nackt mit der Yacht so rausgeschwommen sind auf so einer pinken Luftmatratze. Die war noch pink. Wir haben beide so... Fico hat sich nackt, fett, so ein fetter Kollege von uns, übelst hässlich, hat sich draufgesetzt, hässlich, so. Hat sich, so ein Mensch will keiner sehen, hat sich aber gezeigt, hat einen übelst kleinen Mikroschwanz, hat sich draufgesetzt, so. Also dann geht's so, und haben die so Fotos gemacht, wie Popeye so angeschwommen kommt und so... Das sah halt wirklich aus wie so eine Made, die du so eine Woche in Säure gelegt hast. Was soll ich? Wie Papa ihn so nackt umarmt auf dieser pinken Luftmatratze mitten auf dem Mittelmeer und zeigt mit seinem Schwanz, mit seinem Finger auf den Schwanz, also auf das Vermeintliche, was sein Schwanz ist. So. Das war mega witzig. Was ich noch sagen wollte, an dem Abend, wo wir im Megapack aufgetreten sind, kam Mark Terenzi auch, um unseren Auftritt zu sehen. Okay. Und kam auch zu uns, ey, mega geiler Abend gestern, deine Jungs haben richtig abgerissen. Cool, Alter, nice. Gut, Alter. Ihr seid jederzeit wieder eingeladen. Ja, so, okay, krass. Boah, es war so unangenehm. Es ist mein Junggesellenabschied. Ich bin dann in diesem VIP-Bereich. VIP, das heißt, du bist einfach so erhöht und alle gucken dich an. Mega deine Privatsphäre. Mega, dann war voll gut so. Und ich stand da so in diesen scheiß Klamotten auch noch neben mir Mark Terenzi, der mich die ganze Zeit zulabert und alle denken, das ist mein Freund. Ist er jetzt schwul? Du hast dich aber auch nicht geschämt, glaube ich. Ne? Du warst Alter, auch, wie Sau. Und dann kam noch so... Alle korrekte Klamotten an. Ja, steht da in seinem Touri-Outfit, Alter. So. Aber das sind so russlanddeutsche Hobby-Prostituierte, die sich sofort an Mark angeschmissen haben und die standen dann auch noch dabei mit ihren gemachten... Boah, unangenehm as fuck, Alter. Und ich sah aus wie der letzte Mensch. Nein, aber da sind wir wieder bei so Sachen wie Finger, hier, Nagellack dran. Du musst es einfach rocken.
du musst es einfach machen. Du musst es rocken. Alter, wenn du dahinter stehst und sagst, du findest das jetzt geil, dann finden die Leute es auch geil. Ja, ich. Alter. Mit zunehmendem Alkoholverschwendung wird es noch besser. Holy fuck, Alter, was ist das denn? Er hat das Foto gefunden. Ich kack mir den Hund, Beste daran ist, dass sie vorher auf die Augenbrauen rasiert haben. Ja, wir haben die Augenbrauen und Kopf rasiert, der hat gar keine Augen. Mann, das sieht aus wie. Nein, das war auch so ein Ding. Ich hab nur mal, ey, Puffi. Das werden wir jetzt auch ein, das Bild. Weißt du, aber bist du gut auf dem Rewind-Button? Ja. Das gibt's auch noch als Video. Der ist, ja, du musst ja auch nur zwei Pixel drauflegen. Das ist nicht, Alter. Aber wirklich übelst hässlich. Ja, ist er doch auch oder nicht, Alter? Ja, aber er ist vielleicht auch lieb. Oh Gott. Ey, der ist super lieb. Mega witziger Typ. Er kann nichts dafür, dass er übelst hässlich ist. Aber pass auf, wahre. Ey, eine ganz wahre Geschichte. Fico ist ehrlich der netteste Mensch auf der Mega Welt. Mega Typ. Aber pass auf, so wie auf dem Bild, nur halt mit so. Mit einem Mundschutz hat er sich jetzt des Öfteren mal auf Instagram gezeigt. Und Instagram, ich schwöre, fickt euch Instagram, ihr seid der letzte Müllhaufen, haben ihn ernsthaft deshalb die Seite gesperrt. Nee. Weil er sich als hässlicher Mensch genauso zeigt, wie alle anderen Menschen, genau, die hübsch genau, sind, wurde seinen Kanal gelöscht. Ach, ey, was? Ehrlich jetzt. Also das finde ich, das ist auch so ein bisschen zweifelhaft, ne? Also wie die da rangehen. Also der hat nichts gemacht, der hat sich ab und zu mal unter der Dusche gefilmt, hat immer ohne Unterteil und so und dafür wurde jetzt sein manchmal, Kanal gelöscht. So, manchmal steht ja so im Badezimmer, da hat so eine Elchfigur aufs Waschbecken gestellt, dass er vorm Spiegel so ein Foto macht, man sieht nur seinen Pimmel nicht, also, weißt du? Man sieht nichts, aber trotzdem sperren die das. Ja. Aber die Olm ist nur so ein kleines Stern. Ja, easy. Scheiß drauf. Noch nicht mal ein Stern. Wegen diesen Ollen ist TikTok und Instagram alles nur erfolgreich überhaupt. Eben so. Wir haben mal irgendwann auf hier Full Metal Cruise, das ist eine Wackenveranstaltung und das ist geilste, boah, das war mega geil immer, ne? Das ist quasi ein Kreuzfahrtschiff und da finden Konzerte statt. Da sind unsere Ton- und Lichtleute auf. Ja, das ist halt mega cool, weil du kannst essen, saufen, so viel du willst, die ganze Zeit so, ne? Und spielst ein bisschen, das ist mehr Urlaub als irgendwie. Oh fuck, ey, der hat echt ein hartes Leben. Ne? Das ist echt behindert. Aber was ist mit seiner Stirn da los? Nee, ich hab seine Augenbrauen gesehen. Das war halt an demselben Tag. Boah, so. das ist aber auch, guck mal, das ich habe das nur in meinen Favoriten, das Foto, weil ich das einfach immer random, so alle paar Wochen einmal einfach in unseren Chat schicke. Einfach aber guck mal, du zeigst uns jetzt Fico, Alter, Fico, wenn der sich Mühe gibt und mal was anzieht zum Beispiel mal oder dann sich mal Augenbrauen stehen lässt zur Abwechslung, dann sieht er doch bestimmt auch mal an. Nein, der ist auch nicht so. Nein, der ist auch nicht super hässlich, aber der ist schon übelst hässlich. So, das ist jetzt auch fies, weil die kennen wir nicht. Und Fico, wenn ich den Fico sehe, nächstes Mal in Jogging. Ey, mega netter Kerl. Er hat einen guten Charakter. So. Scheiße. Egal, Full Metal Cruise, da haben wir auch so ein bisschen unsere Erfahrung, da haben wir so die Zimmer gehabt und dann haben wir auch so ein bisschen Fotoshooting gehabt. Und ich habe dann für die Leute im Zimmer habe ich gerade quasi gepostet so ein bisschen, ne? Und dann ist ein Kleidungsstück gefallen so und ich Anziehteil war aber auch ein Anziehteil. Kleidungsstück, Anziehteil. Auf jeden Fall ich habe es genossen so, weil in dem Augenblick die Aufmerksamkeit so war geil, aber ich habe nicht gesehen, dass unten, das waren so Glasbalkone auf diesen Kreuzfahrtschiffen, unten waren die ganzen Hafenarbeiter noch am Einpacken so, ne? Und irgendwann sagte einer, dreh dich mal um und dann, die haben halt die ganze Zeit mir unten auf die Eier geklotzt. Dann waren da wirklich die ganzen Hafenarbeiter, haben mal kurz Pause gemacht, standen da mit ihren Kaffee und Kippen so. Schon und am Mond. Und haben mir voll uns. Endlich mal was Nacktes hier. Irgendwann, ey, du schwörst dir, Alter. Hab ich mir so vorgestellt, was die alles schon gesehen haben. War wahrscheinlich wieder so ein Tag, wo der Sack länger als der Ja. Glocke, genau. Aber es ist bei mir aber immer so, Alter. Das ist so. Immer wenn du ein bisschen angeben willst, dann ist es doch immer so, ne? Ich finde das. Darf ich dir nochmal eine mopsen? Das ist, so eine Kneipenstimmung. Es ist ein ganz normales Ding, bei mir ist der auch immer länger. Der sagt. Ist, ne? Also, aber das wird auch immer schlimmer im Alter, hab ich gesagt. Ich lache auch über Fico und bin so, Gott sei Dank gibt's kein Foto. So, was ein kleiner Pimmel, weißt du? Voll der Lappen, Alter. Ich hab dafür auch keine Erklärung, warum das manchmal so ist. Aber manchmal so ein harten, der ist manchmal so hart und kompakt, Alter. So richtig hart und kompakt. Und manchmal hängt der. Ja. Wie krass der Unterschied ist. So. Überleg mal, Frauen. Ihr könnt uns ja vielleicht in die Kommentare schreiben, wie eure Säcke hängen. An die Mädchen einfach so, wie eure Vaginen aussehen oder so. Aber nochmal, um das Thema aufzugreifen, was wir gerade hatten. Nacktheit Instagram, so. Finde ich persönlich sehr interessant. Ist auch übel. Finde ich wirklich sehr interessant. Ja, wir haben auch wirklich überlegt, ob wir einfach an die Bildzeitung gehen und da Welle machen. Ich habe mit meinen Brüdern letztens irgendwie zusammengesessen und wir haben genau über dieses. Was ist das? Ach so, sorry. Ich denke, man hört mich. Ich habe ein Organ. Ja, kann gut sein. Aber wir hatten genau dieses Thema. Und. War ich nicht. Hippo Köln, Schulzahnapparat.
Und im Endeffekt sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass man da einfach... Du kannst nur was Falsches sagen. Du kannst nichts richtig machen, Alter. Ohne Scheiß. Also ich hab wirklich irgendwie... Wenn jetzt ein Kerl, das war ja das beste Beispiel irgendwie, sich jetzt auszieht vor der Kamera und, keine Ahnung, zeigt alles bis auf... Ne? Ein Heli. Sein Genital. Und nicht gerade ein Sixpack und übelste Brustmuskeln. Genau, oder auch so generell. Oder wenn ich mich jetzt mit dem Tanga in die Kamera, ne, schön den Arsch in die Kamera halte und du siehst halt alles außer mein Vorderloch. So. Und ich muss echt sagen, ich... Das wäre sofort sexuelle Belästigung. Hundertprozentig. Ja. Sofort. Ich finde das auch nicht normal. Ganz ehrlich, so, wenn ich mein Kanal irgendwie mal so durchswitche oder ich gehe mal auf Suchen und da werden mir die neuesten Vorschläge gemacht, ich sehe wirklich nur noch nackte Frauen. So. Das ist aber deine Blase, ne? Da bist du in der Blase gefangen. Ja, aber das ist dein Algorithmus. Hey, das ist dein Algorithmus. Nein, klar. Mir werden andere Sachen. Real Talk hier, wartet jetzt. Nein, aber es ist halt alles andere als sexuelle Belästigung dann in dem Moment. Nein, nochmal. Das ist halt einfach cool. Das muss so sein, das gehört zum guten Ton. Ich finde das auch wirklich... gleich gewichtet ist das nicht. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich halt eher so bin, ach, lass sie machen. Aber dann lass die anderen auch machen. Verstehst du? Das ist so. Wenn dann, genau, das ist dann wieder so dieses Ding, wo ich mir dann denke, okay, auf der einen Seite wird über Gleichberechtigung und blablabla gesprochen. Nee, es muss aber schön sein. Gar nicht gleichgewichtet. Nee, es muss schön sein. Das ist jetzt strange. Nicht, dass ich jetzt unbedingt... Ja, jetzt ist auch die Schnur im Arsch, Alter. Ja. Egal, Hashtag Free Ficko. Wir bewegen uns auf einer Social Media Plattform, wir finden aber eigentlich alles scheiße, wir müssen aber unsere Musik vermarkten, aber, ich finde. Aber ich finde, es liegt dann an uns auch mal den Unterschied zu machen. So, ne? Also wir sollten uns da vielleicht auch mal einsetzen, irgendwie, keine Ahnung. Also, wir zeigen jetzt viel mehr nackte Haut. Viel mehr nackte Haut und auch einfach mal ohne Filter, ohne Häschenohren und so. Weißt ja, was ja. Du hast. Wir starten jetzt die Bewegung. Wir starten die Bewegung der hässlichen Männer, die sich nackt zeigen. Das fängt jetzt bei uns an. Ich freue mich, dass ihr da wart, glaube ich. Ich finde, wir haben schon lange gequatscht. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch noch musikalisch zueinander finden. Ey, das würde mich sehr freuen. Das wäre doch mal krass. Mach mal. Ich sag mal so wohnhaft, so nah beieinander. Das ist normal. Und ich bin ja ständig in Dortmund. Also habe ich auch Bock drauf. Und wie gesagt, die Vibes sind gar nicht so unähnlich. Henno, du kleiner Sack, komm vorbei. Das wird uns auch freuen. Schöne Grüße und kommentiert fleißig. Hated Eskimo Callboy. Genau. Abonniert und Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Das so waren wir und Eskimo Callboy bei Aktiv. Dankeschön. Tschüss, Kess. Wir sehen euch. Tschüss. Aktiv TV.